The following announcement has been paid for by the Million Dollar Corporation. Ja, zweimal diese Woche eine Formless Week, ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber es war ja nicht nur AEW Fighter Fest, sondern es war natürlich auch Raw und SmackDown. Und dieses Mal ja das erste Mal tatsächlich unter der Regie oder unter der alleinigen Regie von Paul Heyman und Eric Bischoff. So heißt es zumindest. Aber letzten Endes sitzt der alte Bastard ja trotzdem noch weiter hinten im Stuhl. Und von einem alten Bastard zum anderen alten Bastard, ich begrüße den Conway. Ja, ist also richtig. Nee, also auf dem Weg zu den extremen Regeln, wo ich ja gelesen habe, und du vielleicht auch, ich weiß nicht, dass nee, ja okay. Bischoff und Heyman erst nach Extreme Rules wirklich anfangen. Ach so, ja, okay. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, es ging doch jetzt alle wegen dem Shocking Opening bei Raw davon aus, dass Heyman jetzt schon die Zügel in der Hand hält. Ja, hier, thank you Heyman Chains. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst, Leute. Da gab es eine News bezüglich, dass diese Sache, die wir ja gleich ausführlich besprechen, das Opening-Segment, nennen wir es mal so, dass das nicht nur von Heyman, sondern auch von unterschiedlichen Writern zusammengesetzt wurde. Ja, also ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, also wir hatten ja als Opening, also wir sind hier bei Raw Nummer 1362 in der American Airlines Center in Dallas, Texas. Am 1. Juli 2019 und ja, die Show, ob man es glaubt oder nicht, beginnt tatsächlich mal nicht mit einem 15-minütigen Gesabbel von irgendjemandem, am besten noch Stephanie oder Shane McMahon, sondern es geht tatsächlich mal wie in Oldschool-Tagen direkt mit einem Match los. Ja, und das ist natürlich dann schon mal was ganz Besonderes, denn das ist man ja eigentlich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Und das war tatsächlich geil, als allererstes ein Falls Count Anywhere Match zwischen Braun Strowman und Bobby Lashley. Und ja, die haben sich zwischendurch dann ganz gut gegeben, aber das ganz Besondere an diesem Match war halt, dass sie am Schluss halt durch diese LED-Wand da an der Rampe geknallt sind. Also durch den Tron, wie man auch immer das Ganze nennen will. Der Titan Tron ist es ja nicht wirklich, ne? Der Titan Tron hängt ja oben. Aber sie sind halt da durch die LED-Wand geknallt und dann wurden sie halt in einem langen theatralischen Segment, das ja auch ein Stückchen zu lang ging in meinen Augen, also mindestens 3 Minuten zu lang war, wurden sie dann abtransportiert im Krankenwagen und Michael Cole hatte dann seine Owen Hart Gedächtnisstimme aufgelegt und so. Das war dann immer so ein bisschen, meine Güte, ne? Also da wird dann natürlich auch mal ein Riesenfass aufgemacht. Ja, ich glaube, die beiden sind fast tot. Ja, okay. Ist ja in Ordnung, dass sie es real aussehen lassen wollen und für einen Opener ist es natürlich auch mal ein Bumm-Effekt so. Das ist vollkommen okay, dass sie das so machen wollen. Aber dass jetzt einige natürlich gleich den Schritt von, oh, wir sind weg von PG sehen, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also da sind wir noch nicht und nur weil man das jetzt mal in einer Show macht und eine Raw und eine Smackdown-Show hat, die einigermaßen verträglich sind, heißt es noch lange nicht, dass wir hier eine Trendwende haben. Also da würde ich erstmal abwarten. Ne? Gewöhnt euch nicht dran, Leute, weil sonst seid ihr hinterher nur wieder umso mehr enttäuscht. Wartet erstmal ab. Also ich glaube, da müssen wir mindestens mal so 3 Pay-Per-Views ins Land gehen lassen, bis wir da wirklich was Definitives sagen können. Ja, dem ist nur minimal hinzuzufügen, dass ich es amüsant fand, dass diese Pyro-Effekte, nennen wir es mal so, länger waren, also langanhaltender als sonst. Ja. Ja, man muss schön lang und gut, das mit dem Abtransport, dass das sowieso zu lang ging, hast du ja schon erwähnt. Was ich interessant finde, ist das mit dieser PG. Sag mal, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie einen Fast and Furious Film oder einen Transformers Film. Ja. Sind die nicht auch PG? Ich weiß nicht genau, wie es bei Fast and the Furious ist, aber Transformers ja. So. Und da siehst du doch, dass Transformers ist ja voll von Effekten. Also das ist ja unglaublich. Materialschlacht vom Feinsten. Wie dann Leute darauf kommen, ja, die sich, naja, gut, kommt drauf an, wie sehr man sich mit PG auskennt, was das bedeutet in den USA. Aber das ist doch nicht gleich PG, nur weil da welche, weißt du, in die Kulissen fliegen und das da ein bisschen explodiert. Also, sorry. Ja. Aber, nein, also ich bin der Meinung, dass das Fast and the Furious PG-13 ist. Ja, das ist was, ja, auch wegen der markigen Sprüche und so, ja klar. Und ja, und auch wegen der Gewalt, ne? Also ich meine, da ist es ja auch wieder so Gewalt als einziges Mittel und es hat halt kein Fantasy-Setting, sondern es ist so gesehen ja ein reales Setting, wenn es ungleich natürlich hanebüchener Blödsinn ist in jedem Fall. Aber trotz alledem, es geht ja schon darum, dass da Leute regelmäßig zusammengeschlagen werden und keine Ahnung, und mit Sicherheit spritzt auch zwischenzeitlich mal ein bisschen Blut. Mhm. Und von daher wird natürlich automatisch das Rating dann ein Stück weit hochgestuft.
PG-13 war ja letzten Endes eingeführt worden, weil es halt in den 80ern irgendwann zu viele Filme gab, die einfach zu krass für PG waren, aber noch zu wenig für Rated R. Mhm. Und Auslöser für diese Filme waren, glaube ich, Indiana Jones, der Tempel des Todes und Gremlins 1. Die dann eben dieses Rating PG-13 dann letzten Endes ja gerechtfertigt haben und eingeführt haben. Und vielleicht will WWE da ja auch hin. Das ist ja auch in Ordnung. Also ich glaube nur nicht, dass es wirklich am PG liegt. Also zumindest nicht einzig und allein. Klar kann man mit PG-13 mehr machen. Vor allen Dingen, wenn es mal um Blut oder so geht, muss man sich nicht jedes Mal irgendwie in die Hosen scheißen. Aber letzten Endes fehlt es ja einmal an der Konsistenz. Ne? Es ist ja nicht das große Problem, dass man jetzt irgendwie, oh mein Gott, wir können ja nichts mehr machen, weil wir ja dies und das nicht dürfen, sondern hauptsächlich ja auch, weil man einfach die Charaktere nicht spannend genug schreibt, ne? Weil das alles irgendwie nur Einheitsbrei ist und jeder irgendwie gleich wirkt. Und das ist halt ein großes Problem. Sag mal, was ist vom Alter her höher, PG-13 oder TV-14? Das ist eine gute Frage eigentlich. Oder nimmt sich das nichts, weil das eine gilt vielleicht nur für Film und das andere für Fernsehen? Ja, das könnte sehr gut sein. Da müsste ich erstmal nachgucken. Das kann ich nicht genau sagen. Naja, gut. Weil ich gucke manchmal Sitcoms, wo wirklich kaum was passiert, ja. Weil, nehmen wir mal Family Guy hat auch TV-14, aber das ist ja was anderes, ja, weil da ist auch manchmal ein bisschen gewalttätig und was weiß ich, ein bisschen obszön und so. Aber so Sitcoms, wo da manche Folgen TV-14 sind, wo du dich fragst, wieso? Nur ja, weil es da vielleicht um Homosexuelle geht oder was, weißt du so? Und deswegen weiß ich, ist ja auch egal. Naja, ich denke mal einfach so, also TV-14 wird schon in dem Moment wahrscheinlich einfach so eingestuft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eigentlich das Äquivalent ist. Also TV-14, das Äquivalent zum PG-13. Einfach weil ich meine jetzt auch bei solchen Serien wie Family Guy oder sowas werden natürlich schon zwischenzeitlich magige Sprüche rausgekloppt, ne? Und dann eben auch Witze über Minderheiten gemacht oder sonst irgendwie was so. Und da muss dann halt jeder durch. Aber das ist natürlich nichts, was jetzt zwangsläufig für Kinder irgendwie verträglich ist. Da geht es ja gar nicht unbedingt nur darum, dass die Kinder das nicht peilen, das ist ja sowieso dann meistens der Fall. Also ich meine, dass ein 6-jähriger Family Guy nicht peilt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ne? Das raffen die halt noch nicht, so, da sind die einfach noch nicht. Und deswegen, also könnte ich mir schon vorstellen, es wird hauptsächlich darum gehen. Also das ist einfach so, ja. Naja, kommen wir mal zurück zu dieser Szene hier, was ich noch erwähnen will. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Ich fand es irgendwann, naja, typisch WWE, down your throat. Aber ja, nämlich, dass sie das irgendwie, vor allen Dingen nicht nur die Sache, wie sie da durch die Deko da geflogen sind, sondern auch den Abtransport. Irgendwie 5-mal wiederholt bei Raw, ey. 5-mal. Das war irgendwann, ich dachte mir, irgendwann ist auch mal gut, ey. Das ist dann so, unser roter Faden heute bei Raw ist diese Szene. Ja. Indem wir sie 1000-mal wiederholen. Ja, das ist ein bisschen, ja, und dann irgendwelche Faces, die dann immer ihre Best Wishes an die beiden aussenden, was so aufgesetzt und scheiße wirkt. Das war schon wieder richtig kacke. Das hätte man einfach lassen sollen. So ein Typ wie The Miz, der dann sich plötzlich einen Scheißdreck oder sich überhaupt irgendwie darum kümmert, was man mit Braun Strowman und Bobby Lashley ist. Das kann ihm doch vollkommen am Arsch vorbeigehen. Das ist ja The Miz, der ist ja auch Familienvater. Ja, ja, genau. Leck mich doch zweifach mal. Zweifach. Ja. Ja. Also ich habe jetzt übrigens gerade mal nachgeschlagen, also es gibt keinen wirklichen Grund. PG-13 und TV-14 ist ungefähr das gleiche, nur das eine ist von der Motion Picture Association und das andere vom Federal Communications Committee bewacht und deswegen, die haben ihre beiden eigenen Einschränkungen und haben das so festgelegt. Ja, also würde ich sagen, ne? Das eine ist Film, das andere ist Fernsehen. Jo, genau. Aber du kannst, denke ich mal, ungefähr dasselbe sagen. Also ich denke mal, wenn ein PG-13-Film im Fernsehen läuft, wird da wahrscheinlich TV-14 eingesetzt. Ja. Ja? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wir hatten gerade über die Faces geredet, die sich da irgendwie anbiedern müssen. Ja. Ach so, genau. Was glaubst du jetzt wird, ich meine, die werden ja zwei Extreme Rules garantiert aufeinandertreffen. Ja.
Und wenn du dir so die Szenen so anguckst, klingt doch alles nach einem klassischen, selten genutzten Ambulance-Match, oder? Ja, habe ich auch schon gedacht. Das wäre ganz dumm. Ja, ich weiß. Also ich meine, die meisten Ambulance-Matches waren nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die haben meistens schöpfen sie nichts aus. Letzten Endes sind sie auch nur ein dummes Hardcore-Match, wo man am Schluss irgendjemanden in die scheiß Ambulance packen muss. Also das wirkt auf mich einfach viel zu oft zu konstruiert und das funktioniert nur selten. Ja. Also, weiß nicht, Kane, Shane McMahon, ja, das war noch so lala. Aber richtig geil war das auch nicht. Und Bray Wyatt gegen Dean Ambrose fand ich auch nicht wirklich großartig. Roman gegen Braun, wo dann Roman ihn spieren will und Braun schmeißt sie dann in die Ambulance. Ja, also ich habe schlechtere Matches schon gesehen, definitiv, aber es ist keine großartige Stipulation. Kann man mal machen, aber naja, ja, also ist nicht ausgeschlossen, definitiv. Nicht, dass wir das jetzt raufbeschworen haben, weil. Ja, natürlich, aber das ist doch schon, also für mich sieht das auch relativ klar dann raus. Naja, mal gucken, ob die nächste Woche überhaupt eine Halle sein werden. Wahrscheinlich werden beide irgendwie. Kann Braun ja wieder die Ambulance umwerfen. Oder so, ja. Aber ich dachte eher so ganz langweilig, dass beide irgendwie so in zweiminütigen Clips irgendwo sitzen. Wahrscheinlich zu Hause, aber dann ist es irgendwo Backstage, weißt du? Na, Barbie war doch schon bei SmackDown. Stimmt. Ach ja, stimmt. Ja, ja gut, ja. Selfie-Video. Ja, da. Selfie-Video, ja. Naja, das war ja noch nicht so toll, aber er sagt dann, hey, you get what you deserve. I'm gonna murder you. Nee. Ja, ja. Genau. Wie hat das formuliert? Kommen wir bei SmackDown noch zu. Ja. Aber hier, wo wir gerade bei SmackDown sind, hier auch eigentlich ein Tag-Team kommt ja jetzt, ne, was ich eigentlich nur, oder wir eigentlich nur noch bei SmackDown sehen, ja. Aber ich hatte das ja schon vor Raw gelesen, leider, weil ich immer so auf Seiten verkehre, die Sachen als News bringen, die eigentlich keine News sind. Ja. Sowas wie WWE hat gerade angekündigt, bei Raw gibt es also The New Day gegen die Viking Raiders und ich so, wow, toll, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, weil die haben irgendwie keinen Bezug zueinander. Ja. Und mir ist hier egal, wer gewinnt. Ja, grundlegend fand ich es natürlich gar nicht so schlecht, weil es eigentlich mal gut ist, dass man die Viking Raiders jetzt mal in eine richtige Position rückt, ne? Und die müssen halt mal Gegner haben. So, es bringt halt nichts, wenn sie da wieder irgendwie Humpty und Dumpty zusammen nudeln und dann stellen sie sich dahin, ja geil, wir haben zwei Billigjobber weggeballert. Und es bringt halt auch in meinen Augen nichts, wenn sie irgendwelche zusammengewürfelten Teams oder sonst irgendwie was da vorgestellt bekommen. Also das ist in meinen Augen halt einfach Blödsinn. Da muss man jetzt schon mal irgendwie was machen und man muss denen so langsam auch mal und auch da wieder Konsistenz geben. So. Ansonsten sind die nächsten AOP und die dann auch irgendwie nur in der Versenkung verschwinden und irgendwann beim Main Event wresteln gegen, keine Ahnung, Kurt Hawkins und Zack Ryder oder so. Mhm. Ja, also das ist halt, die bis vor kurzem noch Tag Champs waren. Ja, die waren übrigens bei Ride Along, die Ride Along Ausgabe nach Raw war mit Hawkins und Ryder und im anderen Auto saßen Iconics. Ah ja, okay. Und da gab es irgendwie ein Spielchen. Also ich habe mir die ersten 2-3 Minuten angucken, hatte ich keinen Bock mehr, weil die Iconics haben den Hawkins und Ryder irgendwas gegeben, was die abfahren sollten, wo sie dann immer aussteigen mussten und irgendwie, weißt du, wie so eine Schnitzeljagd oder so. Langweilig. Ja, irgendwie so scheiße. Ja, und genau das ist es natürlich auch, ne? Und da ist es vielleicht auch wieder, wir hatten das ja gerade erst in einer anderen Formless Week Fighter Fest besprochen, mit Jim Cornette, ne? It's getting phony in dem Moment. So, wenn du dann merkst, irgendwie, ja, die Wrestler geben sich untereinander Schnitzeljagden und so, dann wird's irgendwann dumm. Ne? Vor allen Dingen, heißt es wirklich Schnitzel oder Schnipseljagd? Nee, Schnitzeljagd. Weil? Weil, ach Gott, ja, ich habe es mal nachgeschlagen. Es gab tatsächlich einen Grund dafür. Wie sich jetzt echt da bestohlen ist. Ich dachte, du weißt immer alles sofort, aber nein, ist ja auch egal. Ich meine, das ist, das hatte tatsächlich irgend also Schnipseljagd sagen auch einige, aber Schnitzeljagd war, hieß es irgendwie, glaube ich, weil da irgendwelche Sachen, irgendwie mit Sägemehl oder Sägespäne oder sowas ausgelegt waren damals bei der Jagd, weißt du? Und deswegen deswegen war die Sägespäne halt die Schnitt, also die Sägeschnitzel. Ach so, okay. Ja, ja. Ne, aber das hat gar nichts mit, also ganz viele denken ja immer, dass es was mit dem Fleischschnitzel zu tun hat, aber mit dem hat es gar nichts zu tun. Ja, das war wieder genial daneben, ja.
Ja, ist es? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das irgendwann, ich mag mich jetzt auch irren, also da können mich die Hörer auch gerne korrigieren, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber das, ich habe es irgendwann mal nachgeschlagen vor ein paar Jahren, weil wir so ein Ding mal in der Fachklinik gemacht hatten für die Kinder und da kam die Frage irgendwann auch mal auf und ich glaube, deswegen hatte ich es damals mal gegoogelt, aber es ist auch zu lange her. So wichtig fand ich es auch nicht. Ich weiß nur, es hat halt nichts mit dem klassischen panierten Schnitzel zu tun. Ja, aber du hast recht, kommen wir zurück zu wichtigen Sachen. Richtig, ja, genau. Nämlich, wie diesen Tag Team Match, was ja eigentlich nur dafür genutzt wurde, um den Herausforderer Nummer 1 auf dem WWE-Titel irgendwie unterzubringen. Und was ich eigentlich ganz gut fand, so wie sie es aufgebaut haben, was natürlich wieder absolut nervt, ist, dass sie es nur deswegen eingebaut haben, damit man wieder kein Match in der Werbepause hat. Das ist natürlich hammerdumm, weil man merkt das mittlerweile eindeutig, dass jedes Mal Matches unterbrochen wurden oder dämliche 2-out-of-3-Falls-Matches jetzt gemacht werden. Plötzlich hat man ständig 2-out-of-3-Falls-Matches, die man vorher 3 Jahre lang am Stück gefühlt nicht hatte, nur um in den Werbepausen halt kein Wrestling mehr zu zeigen. Ja, Vince, als wenn das dein Problem gewesen wäre in den Shows. Deswegen sind die Ratings runtergegangen, weil du Wrestling in der Werbepause hattest. So ja, also, ein Blödsinn. Also abgesehen davon, dass die Raw-Ratings ja diese Woche hochgegangen sind, sind ja die Smackdown-Ratings runtergegangen und Smackdown hat ja in der Werbung gewissen. Das hast du ja gesehen, weil dann die Werbung lief und gleichzeitig oben in einem kleinen Bildschirm das Match. Ja, genau. Aber immer dann, wenn da kannst du das Match ja weiter verfolgen. Ja. Wenn aber die Werbepausen bei SmackDown kamen, wo du das Match nicht weiter verfolgen kannst, gab es genau diese Abbrüche. Das hast du nämlich am Schluss im Main Event gesehen mit Tucker und Otis. Okay. Tucker Knight und Otis Dozovic natürlich. Ja, so, natürlich. Ja. Da ist ja das Match auch nochmal abgebrochen und restarted worden. Ja, und warum? Weil eine Werbepause drin war. Oh. Ja, hammerdumm. So. Okay. So, und das natürlich auch hier wieder. Also der New Day gewinnt gegen die Viking Raiders, weil es Samoa Joe unterm Ring hervorkommt und Xavier Woods in den Coquina-Klatsch nimmt. Und der gibt dann auf, nein, natürlich nicht, er wurde natürlich sofort disqualifiziert und Xavier war dann alle und dann kommt in dem Moment Kofi raus, oder Kofi, und dann attackiert er natürlich Joe und dann wird, glaube ich, während der Pause pöbelt dann Joe rum oder irgendwie was und dann kriegen Joe und die Viking Raiders die Chance, den New Day zu besiegen in einem Six-Man-Tag-Match-Player. Das wird natürlich erst nach der Werbepause angeläutet. Gott sei Dank, sonst hätten wir ja irgendwas verpasst, zum Beispiel den Rear-Hold, ne, was sie sonst ja in den Werbepausen immer gemacht haben, dass sie jemanden in den scheiß Side-Headlock genommen haben. Na und, wen interessiert das? Sollen sie es doch einfach weiterhin so machen? Das ist totaler Quatsch. Das hat überhaupt nichts mit den Ratings zu tun, aber irgendwas muss man ja finden. Halt nur nicht diesen Schwachsinn. Naja, dann haben wir als drittes Match dann das Six-Man-Tag-Match, also Samoa Joe und die Viking Raiders gegen den New Day und das sind natürlich Kofi Kingston, Big E und Xavier Woods und Big E Langston natürlich und da haben sie tatsächlich am Schluss gewonnen via Submission, denn Kingston ist im Coquina Clutch bewusstlos geworden. Das ist schon hanebüchend, dass du einen Number One Contender dahin auf die Art aufbaust, dass er den Champ besiegen konnte tatsächlich. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr einfallen lassen können, wobei das hier wirklich schwer ist, weil hier hast du einen Number One Contender, den du aufbauen willst, der zuletzt immer seinen Titel verloren hat. Ja, also ich fand es eigentlich ganz okay. Ich meine, es war kein cleaner Sieg, ne? Kofi war abgelenkt und landet dann im Coquina Clutch. Das ist auch schon in Ordnung, so um Joe natürlich als Bedrohung aufzubauen. So, es muss ja ein Build-up da sein. Wir wissen auch beide, dass Joe das Ding nicht gewinnen wird. Nicht, aber das Witzige hierbei ist, das ist vielleicht nicht jedem klar, weil dieser Shake-Up ja sowieso irgendwann durch diese Wildcard-Ruhe so wischiwaschi gestaltet hat, aber Samoa Joe kriegt jetzt erst seine Chance auf den WWE-Titel, seitdem er bei Raw ist, weißt du? Ja. Der ist ja von SmackDown zu Raw gedraftet, geshaked up worden. Ja. Und jetzt geht er für sich um den SmackDown-WWE-Champion-Gürtel. Das ist großartig. Ja, ich meine, diese ganze Shake-Up-Regel und diese ganze 24-7-Regel und diese ganze Wildcard-Regel, das ist ja alles Bullshit.
Ich denke, das wird sich auch in den nächsten Monaten wieder ändern, wenn die anderen Leute dann da auch irgendwie tatsächlich am Drücker sind. Oder es wird halt zumindest so gebaut, dass man mehr Stories da einbaut. Ne? Weil wenn man Wildcard hat irgendwie, dann sollten auch die General Manager oder wie auch immer oder die Leiter sollten dann da auch ein bisschen was gegen machen. Auch wenn Paul Heyman natürlich meint, General Manager, die werden doch outdated oder wie auch immer. Ja, aber man kann damit trotzdem eine Menge machen. Ja, bei der WWE. Ja, eben. So, und gerade wenn du zwei Brands hast, dann brauchst du auch irgendjemanden, der einen Hut auf hat, so, und der dann da auch wirklich was sagt. Ansonsten sind es immer nur Wrestler, die sich irgendwie untereinander irgendwie ansammeln und keine Ahnung. Du brauchst ein paar Authority-Figuren. Die hast du auch in den 80ern schon gehabt. So, es muss ja nicht zwangsläufig jemand sein, der jede Show da ist und alles irgendwie dirigiert. Aber es müssen zumindest Leute da sein, die irgendwie zumindest den Anschein geben, als seien sie eine Authority-Figur. Das hast du damals mit Jack Tunney und das hast du auch in anderen Ligen gehabt, auch in der WCW. Manchmal kamen in der WCW ja Leute raus, die dann auch irgendwie niemand kannte. Klar waren da auch Leute wie J.J. Dillon, ne, das war ja auch in Ordnung, aber es gab ja auch manchmal Leute, die einfach nur so aufgetaucht sind, um zum Beispiel Eric Bischoff zu sagen, so, du bist raus aus der Nummer. Naja, wie dem auch sei, also ich finde es ganz in Ordnung. New Day schadet die Niederlage hier nicht und Samoa Joe wird als guter Contender aufgebaut und die Viking Raiders sind weiterhin unbesiegt und haben jetzt auch einen Sieg über New Day erstmal in ihrem Portfolio. Das ist auch in Ordnung, aber da muss jetzt so langsam was passieren. Also die Viking Raiders müssen jetzt schnellstmöglich irgendwie eine Storyline, und wenn es nur eine kleine Story ist, aber es muss auf jeden Fall was passieren. Ja. Ich wüsste echt nicht, was. Ja, keine Ahnung, Alter. Und wenn sie erstmal nur eine Story gegen Hawkins und Ryder haben, ist mir egal, gegen irgendein anderes Team, als wenn es keine geben würde. Ja. Ja. Kann man ja nur was basteln, ne? Das ist ja nun nicht so schwer. Also, ich meine, so Sachen, wo man dann mal ein- bis zwei-Minuten-Segment macht zwischen zwei Teams, ist eigentlich auch nicht so schwer zu schreiben. So. Und das reicht doch dann schon. Man erwartet doch gar nicht jedes Mal, dass die Viking Raiders dann eine 15-minütige Promo halten. Ist doch Blödsinn. Vor allen Dingen nervt es die meisten Leute nur. Ja. Ja, dann sind wir backstage bei Drake Maverick, der mit seiner Frau unterwegs ist. Mit René Young. Nein, René Michel heißt die natürlich. Und die bringt er dann da irgendwie backstage umher und die hat irgendwie die Augen verbunden und man glaubt irgendwie, dass es so ein Birdbox-Ding ist, aber es ist dann doch nicht, es ist doch ein Porno. Naja, und dann fällt ihr auf, oh scheiße, ich bin ja bei Raw! Und dann steht plötzlich der Schwarze neben ihr und sie denkt sich, oh, jetzt geht's doch noch los. Nein, natürlich nicht. So, auf jeden Fall sagt sie dann, ja, du hast sie doch nicht alle, Junge. Es geht hier die ganze Zeit um 24-7, um den scheiß Belt und ich will das nicht mehr. Er muss sich jetzt entscheiden, ich oder 24-7. Und dann sagt natürlich Maverick, nein, ich will die 24-7 ja gar nicht. Hier, Dana Brooke ist hier. Und dann ist an Dana Brooke schnell vorbeigegangen, was ziemlich witzig war. Und ja, R-Truth, ja, macht er noch so ein paar Witze darüber, aber Maverick nimmt sie dann ganz schnell in den Arm und sagt dann, ja, nee, wir sind ja später nur in der Halle. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so ein Segment ganz amüsant fand, weil ich einfach mal sagen muss, dass Spud, also Maverick, ja, echt ein komödiantisches Talent hat, fernab von ich piss mich ein. Ja. Ne, aber das war schon irgendwie so ein Humor, den Vince gar nicht gepeilt hat. Yeah, I don't get it. Ja. So. It's funny because of our truth. Ja, natürlich. Ja, absolut. My nigga. Ja. What up, my nigga? Tell me you didn't just say that. Ja, oh ja. Oh ja. I never got heat. So. Ja. Or who? So, naja, gut. Und dann sehen wir AJ Styles, der auf Mr. Anderbro und Luke Gallows trifft. Ja. Und die machen ein paar, hauen sie ein paar Sprüche dann an den Kopf und dann sagt er aber hier, ja, ne, ihr habt ja letzte Woche gegen die Viking Raiders verloren. Und dann sagt Luke Gallows, hey, die waren legit, ne, bist du überhaupt mal jemals gegen die angetreten? Das sind echt harte Typen und das war ja auch ganz schön knapp und bla. Und dann sagt er, ja, aber während du hier irgendwie die Fresse weit auf hast, muss man ja sagen, dass du gegen Ricochet ja auch fast den Kürzeren gezogen hättest. Und in dem Moment hätte ich schon als AJ gesagt, ja, aber nur fast. Ich habe trotzdem gewonnen. Im Gegensatz zu euch Pfeifen.
Es war also nicht so ganz sinnvoll aufgebaut. Und dann meinte er irgendwie, ja, wenn es um den United States-Teil geht, dann würdest du ihm unterlegen. Und da setze ich mein Hot Asian Wife drauf. Was? Also Carl Anderson am Mikro ist auch Gold. Ja. Hey, Carl Anderson, super. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ich habe ja immer gesagt, der ist eigentlich gar nicht schlecht am Mikro, wenn man ihn denn mal lässt. So, und der hat sich auch gemacht in den Jahren über. Also der hat immer mehr so Sachen dazu gelernt, habe ich das Gefühl. Also den Feinschliff hat er tatsächlich in der WWE bekommen. Und das können die ja auch. Die können ja Leute feinschleifen. So, das ist ja, haben sie seit Jahren gemacht und darauf sollen sie einfach immer weiter aufbauen. So. Und so kaufe ich ihm die Sache auch ab. Warum er jetzt unbedingt seine Frau da irgendwie verwetten will, ist natürlich wieder so ein bisschen strange, aber es passt ja in Vinces Show wie Kasse. Ja, he bets on his wife. Oh, naja, okay. That's it. Oh. Ja, man kann sich das wirklich so vorstellen. Ja. Vor allen Dingen als AJ Styles hätte ich dann auch gesagt, oh. I don't want to ride your wife. Are you crazy? Ja, also meine Güte. Was ist denn das jetzt für die Nummer? Wenn AJ jetzt den United States Title gewonnen hätte, dann hätte er dafür nochmal kurz Carl Anderson's Wife lochen dürfen? Oder was? Was ist denn da los? Also manchmal denkst du auch so, ey, WWE, Leute, ja, gut. Das war aber recht kurzfristig, so wirkt das dann immer. Ja, aber, auch irgendwie so, that's strange, aber okay. Ja, nee, was ich jetzt erwähnen wollte, hebe ich mir für nachher auf. Ja, wieso? Weil es Matches? Nee, ja, genau. Naja, okay. Genau. Ja, dann schreibst du lieber auf, sonst hast du es hinterher vergessen. Nee, ich habe mir das hier abgespeichert. Das ist gut. Ja. Ja. Und jetzt, ach so, ja genau, jetzt weiß ich, was ich noch nachgucken wollte. Und zwar hatte ich doch irgendwo in der Hörergruppe, das ist jetzt übrigens was ganz anderes, geht jetzt nicht um das, was ich eben meinte, dass ich nachher sage, beim Main Event letzte Woche, da gab es doch ein Segment, ja, mehr oder weniger. Ja, mit Cesaro. Main Event habe ich ja bestimmt geguckt, ja. Naja, weil ich habe das doch gepostet in der Hörergruppe mit Cesaro. Ach so, die Main Event Muscle Man. Ja, danke, genau, den Namen habe ich gesucht, ja. Weil, ja, das, was jetzt kommt bei Raw, da war ja nur Cesaro von den dreien. Ja. Während ich, kann ich ja jetzt schon sagen, EC3 wieder da hab rumrennen sehen beim 24/7-Bild. Und Root, glaube ich, gar nicht, keine Ahnung. Nee. Aber hier, was soll das hier? Also Cesaro soll ein Match gegen Noé José haben, aber Cesaro ist halt ein Heel. Ja, er hat ihn attackiert und ihn dann zusammengehauen. Und der Artus war ja Teil der Entourage. Stimmt. Ja, der hat sich ja vor, das war ja dann wieder so, er hat ihn sich ja vor Drake Maverick hingelegt. Ne? Ja. Und dann hier so, du kannst mich jetzt pinnen und bla. Und dann will Drake natürlich aufstehen und dann guckt die Frau ihn wütend an und dann setzt er sich natürlich wieder hin. Ja, das ist natürlich komisch. Glaubst du, das ist seine, ich habe das mit diesen Hochzeitskram da, diese Videos da nicht gesehen. Deswegen glaubst du, das ist seine echte Frau oder? Weiß ich nicht, ja, kann sein, was weiß ich. Ah, scheiß drauf, okay. Ja, das ist mir vollkommen Lachs, ob das jetzt seine, ob die wirklich geheiratet haben oder ob das oder ob das Shelton Benjamins Mutter ist, ja. Ja, das ist mir so egal, Mann, ob das nun seine Story-Frau oder seine echte Frau ist. Solange die Story passt, ist es in Ordnung. Mhm. So, ne, das kann auch meinetwegen Tori Wilsons Vater sein. So. Er möge in Frieden ruhen, ja. Genau, so ist es. Shoutout to Tori Wilsons Vater. Mhm. Papa, Daddy. Ach, sein Vater, ein holländischer Bastard. So, und dann Cesaro verpasst ihm also den Neutralizer auf den Hallenboden, das auch verdient hat, das dumme Schwein. So, und dann hat er sich hier gleich hingestellt und gesagt, it's bullshit. Ne? Wenn man dann mal genau hingeguckt hat. Denn das war das, was Cesaro gesagt hat. Und dann hat noch ein Fan irgendwas zu ihm gerufen, irgendwie, that sucks oder irgendwie sowas. Und er hat zu dem Fan gerufen, yeah, I agree. Und ich glaube, das ist die neue Ausrichtung von Cesaro. Ich glaube, damit wollen sie nämlich manifestieren, dass er eigentlich unzufrieden ist und einfach nur noch angepisst und keinen Bock mehr auf solche Billig-Matches hat. Und entweder es war echt, es war legit, dann ist es auch legit und das ist auch vollkommen richtig, weil ein Talent wie Cesaro so versauern zu lassen, ist halt hammerdumm. Ja. Und hier geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, ja, Cesaro ist auf jeden Fall Main-Eventer, bla bla bla. Das sehe ich gar nicht zwangsläufig so, weil dafür finde ich ihn in einigen Punkten gerade am Mikrofon zu schwach. Aber In-Ring, auch was eine In-Ring-Story angeht und wie er die Story auch verkauft, das finde ich super stark bei ihm. Und da können sich einige wirklich eine Scheibe von abschneiden. Vor allen Dingen auch dafür, wie er sich immer wieder den Arsch aufreißt. Und deswegen ist mindestens ein United
beide States-Title drin. So, Punkt. So, ne? So sieht es nun mal aus. So, ja. Und das ist eben genau der Punkt. Und entweder er war jetzt legit angepisst, dann hat er das jetzt hier eben mal kundgetan. Aber ich glaube eher, dass es eine Storyline ist und dass er das deswegen gesagt hat. Und ich denke mal, sie verkaufen ihn jetzt eher so als diesen Tough Guy da, der dann irgendwie rauskommt und Hardcore-Holly ist oder keine Ahnung. Nee, ich hoffe, dass das wirklich mit den Muscle Man da, weil alle drei hätten Grund, so drauf zu sein wie Cesaro. Ja. Und vielleicht führt das dahin. Wir werden sehen. Mal gucken. Vielleicht geht es auch wieder ins Nirgendwo, aber ich glaube nicht. Dafür sind es doch. Es sind drei Leute, ja. Weißt du, wenn es zwei Personen wären, da müsste man sich wirklich Sorgen machen, dass das nicht irgendwann in der Versenkung verschwindet. Aber bei drei Leuten ist das schon. Zu AEW-Zeiten im Moment ist das, glaube ich, schon, sind die, glaube ich, schon, bleiben die schon dran. Mal gucken. Naja, aber jetzt das nächste ist ja auch so ein Ding, ne? Was haben die hier nächste Szene Backstage, ja? Was haben die Street Profits, die NXT Tag Team Champions bei Raw zu sagen? Ich verstehe es nicht. Da kamen dann auch irgendwelche News, die natürlich die Frage nicht beantworten können, ja. Nur sowas wie, naja, die sind natürlich noch bei NXT, schließlich sind sie ja Tag Team Champions. Und man will halt ein bisschen was Neues versuchen, deswegen waren sie bei Raw. Das ist übrigens eine Zusammenfassung von einer Meltzer-News. Ja, Meltzer-News sind immer großartig, die sagen im Grunde nichts. Ja. Und stellen sich so dar, als wären sie alles. Ja, natürlich. Ich meine, letzten Endes ist es genau der gleiche Quatsch, den sie vorher mit Tommaso Ciampa und hier Gargano gemacht haben. Ne? Die einfach mal hochzuziehen, weil sie gemerkt haben, ja okay, die wirken irgendwie und so langsam müssen wir mal gucken, wo sollen wir eigentlich hin mit den Jungs und vielleicht einfach mal schauen, wie kommen die an und wenn die overgehen und funktionieren, ja dann verlieren sie irgendwann die NXT Championship bei NXT und dann sind sie halt bei Raw offiziell. Ja, so wie warum die Wild Raiders, oder? Ja. Kommen noch als Tag Team Champion hoch. Ja, letzten Endes ja, aber ich meine, starke Tag Teams braucht man momentan. Und wenn man jemanden wie die Street Profits, die wenigstens reden können, hat, dann ist das schon Geld wert im Gegensatz zu der AOP, die immer nur machen können. Aber da muss ich dich mal fragen, starke Tag Teams braucht man im Moment wofür? Ist ja nicht so, dass da irgendwas passiert mit den Tag Teams, die da sind. Ja, dann brauchen wir gar keinen bei WWE, denn da passiert nirgendwo was. Seid mir ehrlich. Nee, also ich meine, ich habe mich gefreut, die beiden zu sehen, weil ich liebe die Street Profits. Aber ja, das, was sie da bei Raw abgezogen haben, so sehr mich das auch unterhalten hat, hatte das für mich natürlich überhaupt keine Aussage. Ja, also, ja, ich meine, es sind jetzt eben, ne, Montez Ford dreht da eben so ein bisschen vom Rad und Dawkins, ja. Ja, so ein Anhalter, halt, so ein bisschen. Ja, der macht seinen Staring-and-Up-Scheiß, den er früher schon gemacht hat, ne? Dümmste Handbewegung überhaupt, glaube ich, so ungefähr. Also ich glaube, nur noch dümmer wäre es, wenn er rauskommt mit der einen Hand ein Loch macht und mit der anderen Hand mit dem Zeigefinger durch das Loch immer durchschlägt. Was? Was heißt denn das? Habe ich noch nie verstanden. Wirklich. Ja, eben, ja, deswegen, ne? Staring it up. Donut oder so. Ja, genau. Nee, aber lustig war ja, wie Montez Ford hier versucht hat, einen auf The Rock zu machen. Und ich so, ja, das passt. Ja. Kurz. Ja, und er setzt mal den. So, und dann, ja, eben, keine Ahnung, ne, also. Ich meine, The Rock hat ja auch mal ein paar Größen imitiert, erinnere dich. Ja, ich weiß. Großartig. Ja. Aber das so, naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, das machen wir so nicht. Und dann haben sie mit, ich glaube, Charlie Caruso noch ein bisschen rumgedanced. Aber wir sollen dich später nochmal wiedersehen. Denn die kommen auf jeden Fall nochmal, ich glaube, im Zusammenhang mit Paul Heyman. Richtig. So, aber wie dem auch sei, also es ist vollkommen in Ordnung, dass man sie jetzt mal da auch mit reinbringt. Warum sollte man nicht mal irgendwie NXT-Teams mal mit hochziehen? Muss man eben gucken. Letzten Endes, ja, na klar, kann man dann sagen, ja, wird das sowieso wieder nichts ausgemacht. Ja, okay, aber dann dürfen wir überhaupt gar keinen mehr hochziehen. Ne? Also anfangen muss man natürlich schon. Wenn jetzt Heyman vielleicht auch Creative Control ein bisschen mehr hat, vielleicht wird dann ja was draus gemacht. Ich meine, Heyman hat sich wahrscheinlich auch nicht umsonst bei denen mit ins Segment gestellt. Der wird schon irgendwas in denen sehen, sonst würde er das nicht machen. Das ist richtig, ja. So, dann sehen wir Sarah Schreiber. Ja, die Schwester von Leaf. Sehen wir mit dem der heißt doch Ray Donovan. Was? Ach, kennst du die Serie nicht? Ach so, Ray Donovan, ja, genau, ja. Ja, aber in der Serie, die er spielt, heißt er ja Leaf Schreiber.
Stimmt. So. Ja, eben. So, und ja, der, also auf jeden Fall, sie ist die Schwester von ihm und dann kommt Miz und erzählt erstmal, oh ja, my thoughts go out to fuck you. Mhm. So, ja, ich will so einen Scheiß nicht hören, Mann. Das nervt einfach nur dumm ab. Vor allen Dingen, das ist Miss am Arsch vorbeigehen, was mit den beiden ist, Mann, mit Braun Strowman und Bobby Lashley. Das interessiert überhaupt nicht. Ja, und dann erzählt er irgendwie kurz was über Elias Samson, dass er den ja wieder irgendwie in die U-Bahn schicken würde, wo er dann wieder für Sense Gitarre spielen könnte. Ja, wo er mit Virgil zusammen Autogramme verteilen kann. Genau. Und dann hat er noch gesagt irgendwie, ach ja, übrigens habe ich gehört, dass der Undertaker heute da ist. Ja, ey, The Mist hängt auch in der Luft, oder? Der dient irgendwie als Aufbaugegner? Ja. Ja, nee, aber auch so als laufende Litfaßsäule. Für die da draußen, die das Wort nicht mehr kennen, ja. Ja. Googelt, bildet euch, mein Gott. Als laufende Litfaßsäule für Shane McMahon und alles um Shane McMahon herum. So von wegen ständig mit Elias zu tun. Ursprung war ja, dass Shane meinte, Elias kümmere dich mal um The Miz und so. Also The Miz lebt irgendwie noch ein bisschen, so scheint es, von dem, was er vor ein paar Monaten mit Shane hatte. Ja. Und mehr ist davon irgendwie nicht übrig. Und außer halt ja auch eigentlich nicht. Also ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass er wieder gewonnen hat. Okay. Nach Monaten, in Anführungsstrichen. Und genau das ist es so. Ne? Er ist einfach so die Sau, die da immer irgendwie durchs Dorf getrieben wird, wenn Shane McMahon mal wieder einen Sieg braucht. Das ist halt dumm. Ne? Also seitdem er zu Raw gegangen ist, hat es ihm überhaupt nichts gebracht. Aber ich meine, vorher hat The Miz auch nicht häufig gewonnen. Dafür ist er aber eigentlich zu gut am Mikrofon und auch mittlerweile im Ring. Also das ist schon echt ziemlich bitter. Ja, und ich finde es auch schade, dass die WWE offensichtlich eine der guten Sachen von vor einem halben Jahr, da gab es ja nicht viele gute, langsam offenbar ignoriert, ausschleichen lässt, was auch immer, nämlich Elias und seine Heat-Konzerte im Ring. Ja. Das fehlt mir irgendwie. Ich weiß, Elias ist so total unbedeutend geworden. Ja. Wenn der irgendwie bei Raw vor die Kamera tritt, denke ich so, oder bei SmackDown, denke ich so, ah ja, richtig, den gibt es ja auch noch. Das ist doch scheiße. Ja. Er ist totaler Mist. Also, dass sie mit ihm da auch nicht wirklich irgendwas machen. Ne? Also, der hatte so viel gezogen und der hat auch genügend Charisma, aus dem hätte man längst was machen können. So. Und ich hoffe ja einfach, dass das irgendwann darin mündet, dass Elias die Schnauze voll hat und dann gegen Shane geht oder so, um sich dann da irgendwie rauszuwieseln. Aber so wie ich die WWE kenne, gewinnt Shane dann die Fehde noch oder so. Oh Gott, ja. Ja. Ja, wo wir gerade bei Shane McMahon sind, der kommt jetzt mit Drü natürlich raus, ne, Scottish Psychopaths, und dann gehen sie zum Ring und erzählen irgendwie, ja, wir haben ja Roman Reigns total destroyed, wir verschweigen natürlich mal, dass er uns gerade beim letzten Pay-Per-View einen Arsch versohlt hat, aber who cares? Und 2-on-1 und bla, hat ja auch alles irgendwie nicht geklappt, weil der Undertaker aufgetaucht ist. Ja, und ich sage das immer bewusst, weil Mark Henry den damals immer so ausgesprochen hat, destroyed Undertaker, ne? Also wer sich noch erinnert, das war auch so eine grandiose Fehde zwischen Mark Henry und Undertaker. Schönes, schönes Interview übrigens. Mark Henry hat ja auch einen Podcast und sein Gast war Steve Austin. Ja, okay. Da hat er ja ihn darauf angesprochen. Das Video gibt es ja auch noch immer noch bei YouTube, dieses Shoot-Video mit Ahmed Johnson. Wo Ahmed Johnson ja auch behauptet hätte, dass Steve Austin sei ein Racist. Aha. Er hätte ihn mal irgendwie beleidigt oder so. Ja, das kann ich mir beim Texaner ja nun gar nicht vorstellen. Nee, also Steve Austin hat ganz klar gesagt, dass er das nie gemacht hätte. Und Mark Henry, Schleimer, wie er ist, hat natürlich auch gesagt, ja, ich kenne dich ja jetzt ewig und im Sinne von, ich bin ja auch schwarz. Also, und also wenn du sagst, du hast sowas nie gemacht, dann glaube ich dir das, weil ich habe dich nie so erlebt und du bist definitiv kein Rassist. Und, ja. Und Steve Austin so, ja, ich wollte eigentlich nie drüber reden und großartig. Ja, ich mein, was Ahmed Johnson nun wieder irgendwie für einen Scheiß von sich gibt. So, ja, Ahmed Johnson ist so eine Pflaume. Ja, soll man ja nicht so viel rumsülzen. So. Also da haben ja nun auch genügend Quellen schon gesagt, dass der auch ziemlich hard to work with ist. So, dass er ja auch in der WCW immer irgendwie seine Allüren noch hatte, obwohl er aussah wie ein laufendes Plumpsklo. Also mein Güte, so. Ja, sorry, aber Alter. Ey, der hatte echt eine Zeit, so, der hatte echt einen Look und der hatte auch echt eine Fanbase hinter sich, aber er hat nichts gesehen. Weißt du, er hat halt Pech gehabt, so, er war halt oft, zu oft verletzt. Ja. Dann hat die WWE irgendwann gesagt, so, jetzt ist gut. Ja, ich habe mir die Raws von 97 auf dem Network angesehen und das war der immer Timing einer Weiße,
Ja. Mein Gott, kurz vorm IC-Title-Run und dann. Und, oh. Ja. Ja, aber mein Gott, was soll's. Ja, der grandioseste Wrestler war er halt nie, ne? Nee, absolut. Das muss man auch mal so sehen. Der war nur ein glasklarer Brawler und dafür auch noch ein limitierter. Ja. Hat einfach Glück gehabt, dass die Crowd zu dem Zeitpunkt hinter ihm stand, weil er halt einfach ein Powerhouse war, ein Muskelmann. Geiler Seam auch. Ne? Ja, der im Gegensatz zu anderen wahrscheinlich dann auch einfach heftiger aussah. So, der hatte ja nun auch so eine British Bulldog-Physik. Ist dann eben so. Ist ja auch alles in Ordnung, aber ja. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht so. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, ja, klar kann es sein, dass Austin mal irgendwann was abgelassen hat, aber es ist dann auch wieder die Frage, ob das im Eifer des Gefechts war oder ob er einfach nur mal zu dir gesagt hat, weißt du was, Arme, du bist ein dummes Arschloch, verpiss dich doch mal, Junge. Und dann sagt er sofort, ja, wenn man mich Arschloch nennt, ist das automatisch rassistisch. Nee, kann auch einfach nur sein, weil du ein dummes Arschloch bist. Ja. So, es hat überhaupt nicht mit deiner Hautfarbe zu tun. Deswegen, also ist natürlich immer die Frage, wenn Mark Henry sagen kann, also mich hat Steve Austin immer mit Respekt behandelt, ja, dann wird es wohl so sein, ne? Warum sollte er da lügen? Also, pff. Nee, ist richtig. Ja. Aber so what? Also ich meine, could or could not be, aber sorry, für mich ist Armin Johnson yesterday's news und wenn er sich nur mit sowas irgendwie jetzt über Wasser halten kann. Also Booker T hat auch noch nicht einmal ein schlechtes Wort über Austin verloren, ganz im Gegenteil. Ja. I never got heat. So, also von daher, great Google, Google. So, dann war es jetzt also wieder viel zu lange über Arme Johnson geredet, aber von einem aus der Attitude-Ära zu einem anderen, der auch die Attitude-Ära mitgemacht hat, nämlich den Undertaker, und der taucht in dem Moment auf, weil ja, Shane macht sich natürlich noch lustig, ne, und wir haben überhaupt keine Angst, und in dem Moment kommt dann der Undertaker natürlich raus und die Halle rastet total aus, weil greatest entrance in history, es ist einfach so, ja, und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Idiot. Es ist nun mal einfach einer der grandiosesten, wenn nicht, es ist der grandioseste Einzug, so, das funktioniert halt einfach, ne, die Halle geht aus, der Glocken. Du hast es ja live erlebt, ne? Ja, absolut. Mania 30 da. Ja, ich habe es auch schon vorher live erlebt. Ich habe es 98 live erlebt. Sorry. Ne? Ja, da ist natürlich noch, nö, eigentlich nicht noch. Ja, bei. Lord of Darkness Gimmick, ne? Als ja. Er noch bei den Good Guys war, aber schon in diese Lord of Darkness Schiene ging. Das ist einfach was, so, das funktioniert. Es ist einfach so, es funktioniert halt. Und da muss man einfach sagen, so greatest Gimmick, greatest Entrance ist eben so, das geht halt over. Klar ist der Mann mittlerweile alt, steht außer Frage, aber das heißt nicht, dass man nicht trotz alledem immer noch Respekt vor ihm hat, auch vor dem, was er getan hat, auch wenn er jetzt ein Match mit Goldberg war, das natürlich mega beschissen war. Aber trotz alledem, jetzt kann man eben mal gucken. Ich glaube, im Tag-Match ist er sicherlich auch besser aufgehoben, wenn es nicht gerade so ein Autounfall wird wie in Saudi-Arabien. Ja, dann kommt er eben raus und dann erzählt er halt kurz, ja, du, Shane, du bist vielleicht in dieser Welt hier der Beste, aber in die Welt, in die ich dich schicken werde, da bist du halt nothing. Und ja, Shane und Drew sind währenddessen dann schon ins Publikum abgehauen, wobei ich Drew da ganz gut fand in der Szene, weil er gar nicht so zufrieden damit war, von Shane dahin gepackt zu werden. Aber ja, Shane weiß halt, wie mit dem Undertaker da irgendwie umzugehen, und dann kommt halt noch, you two will never rest in peace. Ja, okay. Kurze Promo, passt aber. Der Entrance war wahrscheinlich wieder länger als die Promo an sich. That's life. Ich erwarte von dem Match gar nichts, bin ich ganz ehrlich, weil diese Storyline interessiert mich halt auch nicht. Weil der Undertaker hat auch wieder keinen Grund fürs Why genommen. Also er hat ihn mal respektiert, weil sie ja bei WrestleMania gegeneinander angetreten sind. So, das ist dann natürlich so die eine Sache, ja, okay, aber warum kommst du dann jetzt plötzlich raus so, und was interessiert dich das? Das wurde halt immer noch nicht geklärt. Ja. Ja, ja, ist richtig. Ja, aber da ist die WWE ja auch Meister drin, ne? Das einfach zu überspielen, da wird dann halt ein bisschen wischiwaschi geredet und dann, ja, jetzt kommt die Philadelphia-Werbung und dann ist gut. So, und dann sitzen die Leute halt da, ja, okay. Undertaker! WrestleMania, Baby, So, also, das war natürlich nix und die Promo war in Ordnung, aber wie gesagt, es war halt nix für den weiteren Aufbau. Der Undertaker hat nichts erklärt. Es gibt also eigentlich für ihn überhaupt keinen Grund, außer eben zu, er hätte auch einfach nur sagen können, Alter, weißt du was, Shane, ich habe die Schnauze voll von deinem arroganten Scheißgehabe und hau dir jetzt die fiese Schnauze ein. Aber auch das hat er nicht getan. Und von daher ist das ein bisschen, ja, ein bisschen sehr einsilbig in meinen Augen. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen.
Ja, dann sehen wir Baron Corbin, Lacey Evans backstage und Baron Corbin hält eine kurze Promo, während Lacey Evans sich schminkt und die Lippen 25 Mal macht und sich an Titten rumspielt, wie immer, und das geil findet. Und ja, so warm, Mann. Das macht sie jedes Mal so anstrengend. So, es ist such a lady. Ne? Das machen Ladies, sich die ganze Zeit die Brüste richten. Es ist einfach so. Ja, wirklich, seitdem ich weiß oder wir wissen, dass Dana Warrior offensichtlich hinter diesem, nennen wir es mal Gimmick-Entwicklung von Lacey Evans steckt, ist das so ein Ding. Ne? Das ist wahrscheinlich so Dana Warrior, die sagt, mach mal und so. Ja. Siehst du der weibliche Mann. Titten rum. Und ja, siehst du der weibliche Mann. Alter, Mädel, kaufst du dir immer nur BHs, die nicht richtig sitzen? Oder was ist da los, Alter? Naja, so im Sinne von, dass Dana Warrior insgeheim sich denkt so, naja, die kann noch, die hat was. Das will ich sehen. Boing, boing, boing. Ja, das sagt sie natürlich nicht öffentlich. Und also ich kann mir so vorstellen, wie Dana Warrior so backstage, so wie ein weiblicher Vince so sitzt und random titties. Southern Belle. Ja. Grab your Southern Bells. Ding dong. Meine Güte, weißt du? Also ja, Mann. Gab übrigens ein Lied der ersten allgemeinen Verunsicherung, ne, falls du es nicht wusstest, das hieß Ding Dong. Kannst du dir später mal auf YouTube anhören. Mach so. Ich. Ja, und Evan sagte irgendwie noch, ja, Rollins, was hatte sie noch irgendwie gesagt? Irgendwas mit dass Rollins mal anderen Frauen hinterher guckt oder so? Ich weiß nicht mehr, es war so ein Gesabbel irgendwie. Keine Ahnung, also auf jeden Fall, ne, Corbin und Corbin hat halt irgendwie rausgehauen, dass, also er hat sich gefragt, warum Rollins all diese, den Titel und alles für so ein kurzes Intermezzo wegwirft. Ja, ja, aber genau. Meint er halt, dass er geht davon aus, dass das mit uns so ist, einfach nur so ein Ding für zwischendurch. Und daraufhin meinte Evans halt, dass Rollins ja auch gerne mal anderen Frauen hinterher guckt. Ah ja, okay. Und das ist so, für mich ist das Heel-Gequatsche im Sinne von, wir verunsichern mal die Champions. Ja, ja. Ja, ich meine, das war jetzt nicht das Schlechteste vom Setting her, war es auch in Ordnung. Es hatte so ein bisschen klassisches Backstage-Segment. Ich war schon froh, dass Baron Corbin nicht wieder so getan hat, als wenn er ein Selfie macht. So, das nervt mich auch immer so hammer an, wenn die Leute dann die Kamera festhalten und so tun, als wenn sie ihr Handy festhalten. Es ist so dumm. Also es ist ungefähr die dümmste Sache seit Erfindung des Smartphones, dass die Leute dann immer Selfie-Videos von sich machen müssen. Ja. Richtig beschissen. Aber mir fällt gerade noch was ein. Also wir hatten ja gerade das mit Dana Warrior und den Titten. Ja. Und da fällt mir ja noch ein, das war ja eine News, wurde, glaube ich, in der Hörergruppe gepostet, dass Vince McMahon ja der Meinung ist, dass Baron Corbin so aussieht, dass Frauen ihn total sexy finden würden. Ja. Und was ja nun stimmt. Ja, absolut. Und ja, also meine Freundin hat auch sofort gesagt, was ist das denn für eine hässliche Sau? Nee, aber worauf ich hinaus will, jetzt musst du dir vorstellen, gerade bei diesem Segment, ja, wo die beiden so klassisch so backstage-mäßig da rumsitzen. Also jetzt Vince. Ja, wie Vince und Dana Warrior nebeneinander sitzen. Ja. Und den Monitor vollsammeln. Ain't he great? He looks like me. Oh. Ach, der hat auch ein Loch im Kinn, oder was? He looks like my dick. Justin. Huge. Ach, deswegen sind die Haare ab. Ja, genau. Oh, nee. Dann wollte er, dass er mehr wie sein Pimmel aussieht. So. Vince nennt wahrscheinlich seinen Penis auch heimlich Baron. So. Oh. What do you say, Baron? Wait, here comes the end of days. Oh. Naja, jedenfalls gibt es wieder ein Match. Auch ein Match, was wir noch nie gesehen haben zuvor. Das waren irgendwie so, also hier Lacey Evans gegen Natalya war irgendwie auch warte, so. Warte, ganz kurz. Wenn Vince ihn einführt, kann er mal sagen, this is deep six. So. Ja, das war's mit Corbin. Das hat schon einen Grund, warum der Finisher so heißt. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Ja, Natalya hat hinlegen. Ja, natürlich. Ja. So wie immer, weil ich kann Natalya nicht mehr sehen, aber das hatte ich ja schon letzte Montag. Ah, ich meine, Natalya ist jetzt halt der Veteran, der sich hinlegen darf. Ne? Die macht jetzt das, was Mickie James gemacht hat und was etliche andere auch vorher gemacht haben. Die wird irgendwann durch sein mit ihrer Karriere und vielleicht Trainerin werden oder eben auch gehen. Aber ja. Natalya wird nun mal nicht jünger. Und ich weiß nicht, ey,
ihre Zeit ist jetzt auch so langsam durch. Mhm. Dann kann sie endlich mal ihre Fake-Wimpern und ihre... Ich meine, wie alt ist Natalia jetzt? Ende 30? Ja. Das google ich mal eben. Ja. Während wir hier noch feststellen, dass das Match ja im Grunde dazu auch gedient hat, um zu zeigen, dass Corbin und Lacey eben nicht nur Backstage gerne an den Titten rumzupfen. Ja, sondern auch, dass sie... An Füßen rumzupfen. Hat Corbin nämlich kurz mal Natalias Fuß festgehalten, die dreht sich wieder um, kriegt die Woman's Right ab. Ja, das war's denn. So alt ist Natalia noch gar nicht. Die ist dieses Jahr im Mai ist sie 37 geworden. Okay. Ja, ist ja schon eigentlich Ende 30, ne? Also gut. Wie auch immer, ja. Mitte, Ende 30, whatever. Letzten Endes ist es aber auf jeden Fall so, Ken hatte sich so ein bisschen aufgeregt und meinte dann irgendwie, als wir es geguckt haben, so, ja, so bringt man sie doch eigentlich auch nicht over, oder? Ich denke, sie soll so ein Powerhouse sein und die nächste Ronda Rousey. Und dann meinte ich, ja, aber das hat man doch schon vor Monaten verbuckt. Also dadurch alleine, dass sie immer nur rauf und ab gelaufen ist, ist das schon lächerlich. Und jetzt hat sie zweimal schon gegen Becky verloren. Also dass sie jetzt irgendwie das alles mordende Powerhouse ist, das passt halt einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich es schon in Ordnung, dass man das Gimmick jetzt in die Richtung wandelt, dass sie halt eigentlich auch eher so der Cheat-to-Win-Heel ist. Warum auch nicht? Naja, klar, das passt auch besser. Also das nächste Ronda Rousey ist mir auch neu. Wo hat denn das her? Das ging mal rum, das Gerücht, dass Vince angeblich aus ihr die nächste Ronda Rousey machen wollte. War aber, glaube ich, auf whatculture.com. Ja, Vince hat ja auch keine Ahnung. Who cares? So. Ja, aber Ken, falls du uns zuhörst, also ich glaube, das Match hat tatsächlich dazu gedient, nicht um zu zeigen, dass Lacey Evans hier total hart ist, sondern um zu zeigen, dass sie und Corbin an einem Strang ziehen. Ja, und wie hat hier Bruce Pritchard mal so schön gesagt, ne? Vince changed his mind. Und dann sagte Sean Oliver, he changed his mind? And yeah, he changed his mind. And sometimes he changes his mind a lot. Because once he thinks you're that, and then on the other day he thinks you're that. Und vielleicht ist es genau das. Vielleicht hat er dann irgendwann gedacht am Anfang, yeah, she's Ronda Rousey. Und dann dachte er plötzlich, oh no, she's not Ronda Rousey, she's Lacey Evans. So, also von daher, ja. More is more. Ja. Naja. Ja, dann stehen ist auch egal. Stehen auf jeden Fall hinten mit Zack Ryder und Kurt Hawkins. Und dann kommt Charlie Caruso dazu und sagt, könnt ihr beiden Main Event Noobs euch mal verpissen? Ja, echt. Und dann sind Zack Ryder und Kurt Hawkins mit gesenktem Haupt runtergegangen. Das war endlich der Heel-Turn von Charlie Caruso. Ja, und dann sagt sie halt, ja, letzte Woche bist du ja gegen AJ angetreten und dann sagt Ricochet, ja, das war eine Ehre, gegen ihn anzutreten und ja, diesmal war er der bessere Mann, aber wenn wir jetzt nochmal aufeinandertreffen, dann stehen die Chancen gut, dass er AJ besiegt und dann kommen natürlich Mr. Andebro und Luke Gallows, die natürlich zufällig wieder gerade da in der Ecke standen, kommen dann um die Ecke und sagen, ja, nee, also, ne, also du sprichst hier über AJ Styles, also das kann ich jetzt aber, glaube ich aber nicht, ne, dass du das wirklich meinst, weil ansonsten kriegst du, glaube ich, echt Ärger. Und dann hat er da irgendwie gestanden mit seinem leichten Überbiss und hat gesagt, Dudes, what? So, und dann haben wir einen Werbebreak. Gott sei Dank hatten wir kein Match, weil sonst wäre das jetzt gerestartet worden. Und nach dem Werbebreak trifft AJ Styles dann auf Andebro und Gallows. Und die sagen dann, ja, also Ricochet, ne, der ist ja total die arrogante Sau, der gesagt hat, mach dich auf jeden Fall alle. Und wenn es um den United States Title geht, so, dann zeigt er dir aber richtig, was abgehen würde. Ne? Und was ist eigentlich mit dir los? Oder ich meine, du hast vorhin eher rumgenölt, dass wir gegen die Viking Raiders nichts gerissen haben, aber was ist eigentlich mit dem AJ Styles, den ich in Japan kennengelernt habe, der sich sowas hat nicht gefallen lassen von irgendeinem so Noob, der da angeschissen kommt und vorher bei Lucha Underground in so einer C-Liga gewrestelt hat. Ja, hat er wirklich so gesagt, vor der Kamera. Nein, Spaß. So, und dann, gehen sie, und das war so dumm. Und das ist wieder so dumm, ja. Also, die Sache, die ist ja gut, ne? So die Good Bros oder Bad Bros oder wie The Club, ja, die hier die Shitstirrer spielen, das ist ja in Ordnung.
Ne? Die poken ihn jetzt mit dem Ast da die ganze Zeit, ne, und stacheln ihn an. Hier, warum machst du nichts? Warum machst du denn nichts? Warum schlägst du dich denn selbst, AJ? So. Ja. Und das ist auch in Ordnung, bis er dann halt so sauer ist, dass er dann irgendwie auf Ricochet trifft. Aber wie trifft er denn auf ihn? Alter, er geht 3 Schritte um eine Ecke und dann liegt da AJ, dann liegt er da am Boden und macht irgendwie seine dämlichen Liegestütze. Weißt du? Also so laut, wie die geredet haben, muss er das gehört haben. Der war 2 Meter von denen entfernt. Wie dumm ist denn diese Szene? Hatten sie keine Tür oder was? Hätten sie nicht in eine Umkleide gehen können, wo er zufällig sitzt oder sein Training macht? Nee, wir kommen da um die Ecke und dann liegt er da irgendwo unten im Dreck. Ja. Weißt du, das sind so Szenen, die sind so dumm. Und dann vor allen Dingen, er geht 3 Schritte und dann, oh, da bist du ja, Ricochet, zufällig. Ja. Gott sei Dank habe ich dich gerade gefunden. Just around the corner. Also, weißt du, meine Güte, das ist so dumm. Und dann natürlich, wie sie das dann beide hatten, und dann sagt sie halt, was hast du da gesagt? Und dann sagt Ricochet, was? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Aber wenn du gegen mich antreten willst, ja, dann bitte, dann schlag ein. Und dann schlägt AJ eine, er scheuert ihm nämlich eine. Und die klatscht auch schön. Wahrscheinlich haben sie es nur deswegen gemacht, weil sie gemerkt haben, ja, hier ist der beste Hall. Ja, wahrscheinlich. So. Und dann hat Ricochet ihm eine zurückgeballert und dann statt, dass er ihm dann in die Eier tritt, was er natürlich hätte machen sollen, und sich mal richtig vermöbeln, grinst AJ ihn nur an und sagt, it's gonna be good. Bait up John Cena. So, ja, und dann gehen sie und das Match ist dann für später angekündigt. Also ich habe mir das 2-mal angeguckt. Ich fand das so großartig. Eine Ohrfeige und die nächste und beide schreien. Großartig, ich fand's gut. Ja. In Ordnung, so, aber da hätte es noch ein bisschen mehr, naja, wie gesagt, aber an sich waren die beiden Segmente ja gut, aber das dann so aufzubauen, dass er wirklich 3 Schritte weitergeht und um die Ecke sitzt der Typ dann irgendwie im Müll, so ungefähr, also weißt du, meine Güte, wie blöd, anstatt dann da einfach durch eine Tür zu gehen, ey, als wenn sie da keine gehabt hätten, nee, wir haben keine Tür hier im Stadion, nee. Wir leben hier alle im Zelt. So, 5. Match des Abends, 2 out of 3 falls match, weil wir ja nicht in der Werbung wresteln dürfen. Und deswegen gewinnt The Miz gegen Elias Samson innerhalb von einer Sekunde gefühlt, weil er ihn gleich attackiert und dann das Side-Crushing-Finale zeigt und dann ist es schon 1-0 und dann gibt es das 2-0 auch binnen von 2 Minuten oder so, weil dann der Werbebreak kommt mit dem Drift-Away und dann ist es nämlich 1-1 und dann, ja, dann sind natürlich beide so kaputt, dass sie erstmal eine 3-minütige Pause müssen. Ja. Ja. Ich meine, wer weiß, vielleicht hat Elias in der Werbepause noch gesungen oder so. Für die Fans. Kann sein. Also so wie ich das gesehen habe, sind sie eigentlich nur aufgestanden. Und standen dann beide in der Ecke und haben gesagt, ja, okay, yet, now it's so, on. Puh, ja, das ist wie beim Boxen. Ja. Also kurze Pause, was trinken und so, ein bisschen Luft zu fächern. Brilliant. So, und dann gibt es ein mittelmäßiges Match mit einem ganz sinnigen Finish. Elias verpasst einen Knee-Lift, der dann gegen den Turnbuckle geht und danach nimmt The Miz ihn in den Figure 4 Leglock und da tappt er dann aus, weil er es nicht mehr aushält, weil sein Knie halb gebrochen ist. Naja, also die WWE hat nur mal zur Info auf ihrem YouTube-Channel ein Video veröffentlicht, das heißt The Miz und Elias Match Continues During the Commercial Break. Also. Ah ja. Kannst du dir mal angucken, wie es da weitergeht, aber. Ja, aber tat es ja nicht wirklich, ne? Weil als du aus der Pause wiederkamst, ging es ja gerade erst los. Ja. Also. Ich habe mir jetzt auch nicht angeguckt, was da ablief, weil so interessant ist das dann auch nicht. Ja, was weiß ich. Da haben sie sich nochmal gegenseitig gesagt, du bist voll toll. Nee, du bist viel tollerer. Weißt du was? Jetzt gucke ich mal rein. Also auf jeden Fall geht das Video 2 Minuten 13 und ich sehe gerade, wie Elias. Ja, siehst du? Boxen. Er trinkt aus einer Wasserflasche. Ja, toll. Schmeißt die weg und bearbeitet den Mist. Ich will dir mal was sagen, The Mist, ich habe viel öfter verloren als du in den letzten 5 Monaten. Sagt The Mist, nee, das glaube ich nicht. Oh, das ist ja furchtbar. Ich gucke mir das gerade an. Ja. Elias verlässt irgendwann nach einer Minute den Ring. Und macht nichts. Läuft, ja, ja, sieht so aus, als würde er gehen, dann läuft er aber um den Ring rum, The Mist raus, hinterher, es passiert nichts. Ist ja furchtbar. Ja, super interessant wieder. Also Exclusive Content, den man unbedingt gesehen haben muss. So. Subscribe now, get your one month free trial. Ja, genau. Was steht da? Ja, for only $9.99, genau. Boah. So, ja, for only $9.99, you can see Elias walk with us. Ja, genau. So. Das ist großartig. So, im Backstage-Bereich sehen wir dann Seth Rollins und Becky Lynch.
Die stehen da wieder mit Charlie Caruso, die zwischenzeitlich mal versucht, irgendwie sowas wie ein Gimmick zu haben. Klappt auch nicht so wirklich. Und dann geht es darum, dass Rollins ja immer so impulsiv sei. Und dann sagt Becky, was er? Impulsiv? Ja, Malera, hallo. Ja. Und dann sagt Seth Rollins, ja, ne, hier, wir treten ja bei Extreme Rules an, um gegen Baron und Elias, nee, nicht Elias, Entschuldigung, Lacey anzutreten. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, sagt Charlie das denn? Ja, aber wenn einer von euch verliert, dann verliert ihr auch die Titel. Und dann hat Becky gesagt, ja, du solltest besser nicht meinen Titel verlieren. Dann sagte er, ja, du auch besser nicht meinen. Dann sagt sie, wieso, was denn dann? Gar nichts. Oh, da steht er aber unter der Fuchtel von Becky, du. Also meine Güte. Ja, süß war ja auch, wie sie meinte, sie nimmt ja ihren Gürtel mal mit ins Bett und er dann so, das kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, Riesengag. So, auf jeden Fall. Ja, meine Güte. Vince. So, naja, also und dann piekst sie ihm wieder in den nicht vorhandenen Speckbauch und dann sitzt er da, das ist that's so funny, no. So, und dann, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, habe ich nochmal Glück gehabt oder sowas. Und dann taucht auf einmal Burning in Pinata auf. Ja. Nämlich Maria Kanellis und sagt, ja, und neben ihr steht Glatzen Mike. Ja. Und der jetzt natürlich total trainiert hat und deswegen immer seine Titten springen lässt. Mhm. Hat er wahrscheinlich bei Lacey gesehen. So, und dann sitzt er da irgendwie und sie erzählt dann. Er steht. Ja, stimmt, Entschuldigung, er steht. Ja. Er steht dann daneben Maria und sagt irgendwie gar nichts. Und Maria sagt, ja, ich bin überhaupt nicht beeindruckt von dir, weil ich habe ja ein 8-Pfund-Baby aus mir rausgepresst. Mhm. Und von Seth sei sie auch nicht begeistert, weil der hätte ja auch noch irgendwie nichts bewiesen oder sonst irgendwie was. Und ich glaube, in dem Moment hätte ich als Seth Rollins, und das wäre natürlich mal wieder was ich anders geschrieben hätte, ja, weil Seth könnte dann sagen, weil sie dann sagte, weißt du eigentlich, wer ich bin oder irgendwie sowas, dann könnte er sagen, yeah, of course I know you're Maria Kanellis. I've seen you when I was 21. Ja? So, das wäre das Erste. Und dann hätte ich gleich als Nächstes gefragt, but who the hell are you? Und wenn dann Mike Kanellis gerade was sagen will, sagst du in dem Moment natürlich, sorry, I don't wrestle on WWE Main Event. Oh. Oh, genau. Oh. So, das wäre nämlich tatsächlich die Sache gewesen, die man dann bringen könnte. Aber nein, natürlich nicht. So, das ist natürlich alles viel zu lasch und deswegen, ja, wir kämpfen jetzt gegen euch in einem Match. Ja, ich das, also ich fand Maria fand ich am Mikro echt stark. Ja. Auch so schöne Sätze wie, wie wär's denn, wenn ich und meine Bitch gegen dich und deine Bitch antreten? Ja. Fand ich gut. Gut, was daraus wurde, okay. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ist hier irgendwas noch in der Szene? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Mixed Tag Team Match. Dann sagt irgendwie Seth noch, you made a big mistake oder sowas. Ja, klar. Hat sie nicht sogar Lynch als Bitch bezeichnet? Ja, natürlich. Also sie hat zu Rollins gesagt, wie wäre es, wenn ich und meine Bitch gegen, guckt sie Rollins an, dich und deine Bitch. Ja, genau, ja, meine ich doch, ja. Ja, genau. Gut. Ja. Und dann, ja, gibt's ein Mixed-Tag-Match, wo Mike eigentlich grundlegend nur aufs Maul bekommt und dann zwischenzeitlich erwischt er ihn mal zufällig mit einem Punch und dann kriegt er aber wieder aufs Maul und dann wechselt Cess Maria ein, indem er Mike Kanellis Arm nimmt und abklatscht. Und dann will Becky gerade auf sie losgehen und dann schreit sie, nein, I'm pregnant! Und ich konnte Vince McMahon hin, that's a broken family! Ja, damit kennt er sich aus. Ja, aber wirklich. Ja, nee, aber das stimmt ja wirklich, also
Ja, dann ist Becky natürlich wieder, da gehe ich mal lieber wieder zurück und keine Ahnung. Und dann hat sie irgendwie hat Mike sich eigentlich wieder eingewechselt? Auf jeden Fall nimmt sie ihn dann in Disarmhör und er klopft ab. Ja, was ich darf man das in einem Mixed Tag Team, dass die Frau den Mann und der Mann die Frau, in dem Fall ja die Frau den Mann? Ja, eigentlich ja nicht. Ne, eben. Ja, aber sie ist ja the man. Abgesehen davon, abgesehen davon wollte man ja auch offensichtlich hier Mike Kanellis sowas von arm darstellen. Ja. Deswegen auch aber das Arm. Auch richtig geil, ne? Weil sonst darf man das natürlich nicht, aber in diesem Fall, God rules, WWE. Wen interessiert's, ne? Except about rules. Ja, genau. Except the extreme. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, ich fand das so peinlich. Also so, man hat ja schon bei TNA damals gesehen, dass Mike eher so, was ist das, der Devote sozusagen. Ja. Obwohl, war das bei TNA nicht umgekehrt? Ich weiß nicht. Nein, aber dass Maria auf jeden Fall hier die Hosen anhat sozusagen. Und aber das, was man hier gemacht hat, dass sie ihn dann so runtermacht, ja, vor sagt, du bist kein richtiger Mann. Und der da das ist. Nicht, wie du mich schwängern konntest. Ja, echt, da hätte mich eher The Man geschwängert, die eine Frau ist. Genau. Aha. Dann lass mich das nächste Mal von The Man schwängern. Nämlich Baron Corbin. Also, die beiden haben ja gerade einen 5-Jahres-Vertrag jeweils unterschrieben. Ja. Und sie ist ja tatsächlich schwanger. Das hat sich allerdings wirklich erst nach der Vertragsunterzeichnung herausgestellt. Also sie ist auch, also es sieht danach aus, dass sie wirklich noch nicht so lange schwanger ist, dass man jetzt sagen könnte, die hätten das, die beiden hätten das schon gewusst, als sie den Vertrag unterzeichnet haben und nichts gesagt. Ja. So ist nicht. Aber trotzdem denkt man wohl backstage, so war das in der News notiert, dass die beiden ja auch hausieren gegangen sind mit der Info, sie wollen noch ein zweites Kind und dass das dann mit dem 5-Jahres-Vertrag natürlich dann ideal passt und so, ja, weil finanziell ist halt ja. Und ja. Tut und da auch. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn da wirklich Offizielle waren, die denen das irgendwie klar war oder die halt erfahren haben nach der Vertragsunterzeichnung, verdammt, die ist schwanger. Dann bringen wir die zwar jetzt ins TV, aber stellen die sowas von mies da, ja, sie als Zicke und ihn als ich lasse alles mit mir machen und bin eine arme Wurst, damit wir uns wenigstens ein bisschen besser fühlen, dass wir Leute einen 5-Jahres-Vertrag gegeben haben, wo der eine Part irgendwie schwanger ist und der andere irgendwie kein Talent hat, also zumindest nicht für WWE-Verhältnisse. Ich weiß nicht, was da... Nee, man kann ja Mike Kanellis trotzdem einsetzen, weil was hat das denn damit zu tun, dass Maria in dem Moment schwanger ist? So. Ja, ja, eben, aber er hat halt nicht so viel Talent und so für WWE-Verhältnisse und der dümpelt doch hauptsächlich... Ja, warum gibt man ihm denn sowieso einen weiteren Vertrag? Dann soll man gleich sagen, Alter, weißt du was, wir haben uns da geirrt mit dir, Mike, sorry, tschüss. Ja, es gibt halt nur beide, also du kannst Maria alleine nicht und man will halt nicht, dass irgendwie so ein Couple woanders hingeht, ach, was weiß ich, ist mir auch egal. Das ist scheißegal, Alter, als wenn Mike und Maria Kanellis jetzt hier irgendwie einen riesen Unterschied machen würden. So ein Blödsinn. Ja, ich weiß. Aber die dümpeln ja auch bei 205 Live rum und haben da auch ein bisschen Story eigentlich gehabt so. Ja. Und jetzt das hier ist, ich weiß nicht was. Ich hoffe, dass das bei 205 Live irgendwie jetzt mit den beiden, ich hab's nicht geguckt, keine Ahnung, dass das mit den beiden da aber noch, dass das noch aufgegriffen wird, was da bei Raw passiert. Du weißt du, was ich google das. Ja, sonst wäre es ja wohl mega peinlich. Ja, eben. Deswegen google ich das mal eben nebenbei, während du weitermachst. Ja, also es war, wie gesagt, also ich finde es jetzt nicht so wild. Natürlich, Mike soll jetzt hier so die arme Sau sein, die dann da steht. Ne? Und das ist natürlich dann auch so ein Oh-Moment. Und das finde ich auch in Ordnung. Es können ja auch wirklich mal Oh-Momente sein. So, ne? Und es muss eben auch mal Leute geben, die Prügelknaben sind. Es kann ja nicht jeder immer toll aussehen. So. Ne? Das ist nun mal, wie es ist. Selbst ein William Regal musste Vince McMahons Arsch küssen. Also von daher, wenn es danach geht, ist jetzt eben so, aber da muss man dann halt in meinen Augen auch ein bisschen Follow-up haben. Also klar, dass Mike Kanellis jetzt gegen natürlich den World Champ, den Kürzeren zieht, das ist ja nun eine Sache, aber er könnte ja trotzdem in der Midcard irgendwie was sein, ne? Ja, also ich habe gesehen, dass 205 Live begann mit Oney Lorcan, Jack Gallagher und Tony Nese, die sich unterhalten über ihre heutigen Gegner. Main Event, nämlich Aya Daivari, Drew Gulak und Mike Kanellis.
Und da wurde halt auch erwähnt, dass Jack Gallagher dann hier anspricht, was Canellis ja diese Woche bei Raw passiert ist, was die alle irgendwie alle total lustig fanden. Ja, gut. Ja, jetzt gucke ich mal, wie das Match ausging. Spoiler-Alarm. Ja, die Heels. Ja, was heißt Heels? Ich weiß jetzt nicht genau, wer da. Also, Oney Logan, Jack Gallagher und Tony Nese haben gewonnen. Und ja, zwar durch Pin an Mike Canellis. Durch Pin an Mike Canellis. Ja, ja, siehst du. Also, der steckt nur ein, der Junge. Ich glaube, er ist bestraft worden dafür, dass er seine Frau geschwängert hat. Wirklich. Weißt du? Ja, also booking-technisch wird er dafür bestraft. Wie kannst du deine Frau schwängern? Was hält dir ein? Du hast doch schon einen Blag. Ja? Wir wollten eigentlich mit dir was ganz Großes machen. Jetzt wirst du plötzlich jetzt, Vater. Das ist mir jetzt ein bisschen zu Melzer-like von dir. Oh, ouch. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, sorry, aber das ist jetzt so wirklich viel Vermutung drin, oder? Ja, natürlich. Aber ich tue wenigstens nicht so, als wären es ernste News wie Meltzer. Ja. Oder mach noch einen Podcast dazu wie Wrestling Observer Radio. Aber ups, ich mache ja doch gerade einen Podcast. Bitte. So ein Pech, ja. Ja. Naja, gut, also, das war dann halt diese Storyline. Ich meine, immerhin überhaupt mal irgendwas, ne? Und Mike Canellis, glaube ich, war so ungefähr das zweite Mal, dass er überhaupt bei Raw sein durfte. Von daher für die beiden vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber immerhin mal eine Story. Das ist auch in Ordnung. Wenn man jetzt ein bisschen daran anschließt, wäre das ja auch okay. Dann sehen wir Backstage Paul Heyman, der mit Charlie Caruso da steht und der will gerade irgendwie was sagen und sagt dann irgendwie, ja, bro, Seth Rollins und Kofi Kingston, die müssen ja total Angst haben, wenn Brock Lesnar mal wieder zu Hause sitzt. Ach nee. Und dann kommen in dem Moment natürlich die Street Profits dazu und sagen, hey Paul, du bist ja eine richtige Pfeife. Und in dem Moment hätte ich Paul Heyman auch gleich erstmal verarscht und gesagt, alter Junge, das mit der Bräunungscreme, das üben wir nochmal, ne? Das haut ja nun gar nicht hin. Und wer, ja, sagt das, wer sagt das zu wem? Weiß nicht, ob sie das überhaupt zu ihm gesagt haben. Nein, aber... Achso, du meinst, dass einer von denen... Sagen die Street Profits zu ihm. Nein, Heyman, das ist doch keine Bräunungscreme. Nee, genau. Guck dir die Hände von MJF bei AEW Fighter Fest an. Das ist Bräunungscreme. Aber ja. Heyman sieht eigentlich immer... Heyman, dann natürlich ist es Bräunungscreme und sonst ist es Dreck. So, also wie dem auch sei, ja, dann machen sie sich natürlich noch mal kurz ein bisschen über ihn lustig und Heyman sagt halt, ja, ich habe keine Lust auf euch, ich kann nur meine Zeit nicht mit euch verschwenden und ich gehe jetzt hier lang, weil ich mich so entschieden habe. Das hat er natürlich noch ganz gut hinbekommen und dann machen sie sich da noch ein bisschen lustig über ihn und verschwinden dann da lang, weil sie sich so entschieden haben. Ja, apropos Brock Lesnar, eine und weil wir auch gerade noch Dave Meltzer hier lustigerweise untergebracht haben, Dave Meltzer berichtet, dass Brock Lesnar einen Vertrag unterschrieben hat bis Mai, Juni 2020. Juhu. Ob das, wie gesagt, das ist Meltzer, ich weiß nicht, aber ja, toll. Es ist sehr konkret, von daher, mein Gott. Ja, schön. Also dann sehen wir ihn mal wieder bei WrestleMania. Juhu. Ja, dringend. So. Dann geht's zu A Moment of Bliss, wo, wie war das noch? Carmella kam irgendwie dazu, ne? Ich glaube, erstmal saßen Alexa und Nikki da. Und Nikki bedankt sich dann bei, Alexa bedankt sich bei Nikki, dass sie ja geholfen hat, da ein Title-Match zu bekommen. Und dann kommt Carmella raus und sagt, ja, warum kriegst du eigentlich ein Title-Match, wenn Nikki das gewinnt und so. Du nutzt sie doch nur aus und bist total scheiße und keine Ahnung. Und dann sagt Bliss, was stimmt eigentlich nicht mit dir und was willst du überhaupt hier? Du bist doch, und dann kommt der geilste Spruch von ihr. Du bist doch nur der Sidekick. S-I-D-E-K-I-C-K von Abruz. Ich konnte nicht mehr, ey. Alexa ist so Gold am Mikrofon. Hat sie so geil verarscht, die alte Hure. So, und dann geht's ins siebte Match, nämlich Carmella gegen Alexa Bliss und die gewinnt dann sofort mit dem Roll-Up, weil wir ja wieder einen Werbebreak haben. Ja, six Seconds, die alte Hure. Toll, ja, richtig. Vor allen Dingen, dass so eine alte Frutte wie Carmella, ne, die echt so bla ist momentan, die einfach, wie gesagt, eben, da hat Alexa schon vollkommen recht, sie ist der Sidekick von R-Truth, ansonsten ist sie komplett irrelevant für die Shows, kann auch immer noch nicht wirklich was im Ring, so benimmt sich teilweise komplett unprofessionell im Ring, gewinnt dann irgendwie gegen Alexa in 6 Sekunden, nur wieder wegen so einem Scheiß. Was soll das denn, Alter? Das ist so dumm. Naja, es ging auch darum, dass dann Alexa ja sagt, dass Nikki Cross ja auch mal ein Match gegen Carmella und so
Und dann und das kommt ja jetzt, ja genau. Cross, also so im ja. Sinne von, dass das hier noch vorangetrieben wird, dass irgendwie Nikki alles gewinnt und Alexa gar nichts und sie ist aber die mit dem Title Shot da. Ja, aber da bleibt man ja auch nicht dran, weil Nikki gewinnt, verliert dann ja bei SmackDown. Mhm. Ne? Also von daher, das passt ja schon wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was hier so mit her soll. Ich hasse auch diese Scheißhetze von Carmella, ne? Ey, Alter. Gott, die ist echt so untalentiert. Naja, gut, also sie ist zwar keine Alicia Fox, aber gut ist ja. Ja, wollte gerade sagen, ne? Ja. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Naja, gut, so, und dann Nikki besiegt sie dann mit dem Neckbreaker da, mit ihrem Swinging Neckbreaker, den sie immer zeigt, da, den Turning Neckbreaker, und das war's dann. Und dann liegt Carmella da und sagt, So, und im Backstage-Bereich sehen wir dann wieder Sarah Schreiber und die quatscht nochmal mit Alexa und Nikki. Dass Nikki viel eher im Title-Match bei Extreme Rules stehen sollte und das Universe das ja auch so sieht und bla bla bla. Und dann sagt aber Alexa Bliss, ey, darauf müssen wir nicht antworten, komm, Nikki, wir gehen. Das ist okay, da hat man die Storyline auch so ein Stück weit rangetragen. Ich finde es halt einfach immer nur dumm, dass Alexa jetzt so total untalentiert irgendwie dargestellt wird, als wenn sie gar nichts mehr gewinnen kann. Mhm. Dann sehen wir Backstage Drake und Renee, die aus der Halle wollen, weil Renee sagt, ich habe jetzt die fiese Schnauze voll, ich will jetzt endlich hier in die Flitterwochen und willst ja nur hier sein, weil, und dann sagt sie, ich mache mich jetzt nochmal schnell frisch und dann gehen wir. Und dann sagt Drake, ja, okay. So, und dann kommt natürlich wieder die Benny Hill Show an ihm vorbeigerannt, ne, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, wer war da dabei, Noé José und EC3 und keine Ahnung, noch zwei oder drei andere Leute. Ja, ich habe auch hier Connor. Nee, doch Connor. Connor ja. Von der Ascension. Ja. Ja, toll. Die sind halt alle da irgendwie längs gerannt und dann plötzlich kommt R-Truth aus einer Ecke raus und sagt, hui. Ja, so wie Scooby-Doo, wenn er sich vom Geist versteckt. Und sagt, Yowie, Wowie. So, und ach so, ja, apropos Yowie, Wowie, ich glaube, als Mist zum Ring gegangen ist, hat man im Hintergrund nochmal wieder Mercy, den Eagle gesehen, der nochmal rausgeguckt hat. Ich habe die Dame gesehen, als Apollo Crews zum Ring ging. Ah ja, okay. Bei SmackDown, Abby, ja, Abby genau. Von Abigail abgeleitet. Sister ja. Abigail, Abby. So, und Mercy wegen Waylon Mercy, ne? Ist alles klar. So, und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, dann gucken sich Truth und Drake so an und Truth hat schon wieder so seinen manischen Blick drauf, so, als wenn er Little Jimmy sieht. Und dann sagt aber Drake, ey, ich will gar nichts von dir, ich will jetzt nur noch meine Flitterwochen genießen, so, lass mich in Ruhe. Und dann sagt er, ja, das ist ja nett. Denn viel Spaß in deinen Flitterwochen. Oh, scheiße, das war der Koffer von dir. Dann hat er den Koffer in den Nacken bekommen, was ich natürlich, also in Nacky bekommen. Und das war natürlich richtig gut. Und dann hat Drake ihn gepinnt und hat den Titel gewonnen und sagte dann, ja, Honey, jetzt haben wir die besten Honeymoon der Welt, weil ich jetzt 24/7 Champion bin. Und jetzt lass uns schnell abhauen. Ich lasse auch meinen Koffer hier stehen, weil ich ein Idiot bin. Ja, das, naja, aber er hat zumindest das nicht ignoriert, dass er ihn da tatsächlich liegen lässt und dass das ziemlich dämlich ist. Und er hat gesagt, oh, scheiß drauf, lass uns los. Dass er wenigstens noch drauf reagiert. Das ist professionell. Ja, aber wenigstens seinen eigenen Koffer noch zu holen, der ja nur einen Meter von ihm entfernt stand. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du weißt ja nicht, wer als nächstes um die Ecke gerannt kommt. Ne? Ja. Vielleicht sein Kumpel EC3, das geht auch nicht. Ja, eben. So, und dann ist er halt ganz schnell abgehauen, ja. Und dann sind wir wieder in der Halle und dann geht's los mit dem United States Championship Match und hier auch wieder ganz beschissen. AJ Styles versus Ricochet und AJ Styles gewinnt mit dem Phenomenal Forearm nach 2 Minuten 23 und alle denken, oh mein Gott, ist der new United States Champion. Aber nein, Ricochet hatte natürlich den Fuß unter dem Seil und kommt der Referee rein und sagt, das ist alles nur, weil wir die Werbung haben. Ich meine natürlich, das ist alles nur, weil wir uns plötzlich an Regeln halten, die Vince McMahon sonst einen Scheißdreck interessieren. Aber in diesem Fall halten wir uns jetzt mal dran, damit wir gleich nach der Werbung das Match nochmal neu starten können. Juhu! Furchtbar, ja. So. Dachte mir auch so, ja, weil ja sonst auch immer ein Referee sofort rauskommt. Ja. Also Kelvin, kannst du bitte mal weiterleiten, dass das die dümmste Regel ever ist, weil es nervt nur und man merkt es als Fan und es ist einfach anstrengend. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass dann irgendwie nach 3 Minuten 35 Ricochet mit dem Roll-Up gegen AJ gewinnt.
und damit natürlich weiterhin United States Champion ist. Und dann kommen Carl Enderbro und Luke Gallows, kommen rauf und sagt Carl Enderbro, ja, siehst du, jetzt muss ich alleine mein Hot Asian Wife durchnudeln. Da hast du wohl Pech gehabt. Und dann sagt Styles, ach ja, echt? Dann verprügel ich ihn jetzt halt. Und dann hat er Ricochet einfach vermöbelt. Ja, und dann kriegt Ricochet noch ein paar auf die fiese Schnauze und dann gibt es noch den Magic Killer gegen ihn und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie einen Styles-Clash vom zweiten Seil und Ricochet guckt dann, als hätte er gerade irgendwie den Geist von Dr. Wagner Jr. gesehen, der ja noch gar nicht tot ist, aber trotzdem. Ja. So hat er die ganze Zeit geguckt, so, oh, das hat ja voll weh getan, a horse is a horse, of course, of course. Ja. Und ja, dann stehen sie halt da und bringen am Schluss noch das Too Sweet Zeichen, was ich ganz gut finde, also ich finde es ganz gut für AJ, weil er hat ein bisschen am Profil verloren und ihn jetzt mit dem Club wieder zusammenzupacken, die ja angeblich auch einen neuen Vertrag unterschrieben haben, so zumindest die Gerüchteküche, ist das sicherlich gar nicht so schlecht. Ja. Ja, eine Raw, die ich eigentlich ganz gut fand, so für das, was sie gezeigt haben, aber es sind eben so die Feinheiten, die, ne, so wie im AJ, der dann um eine Ecke geht und dann liegt er da und solche Sachen, die nerven mich einfach so. Das sind einfach so Sachen, wo ich dann denke, Alter, Leute, ihr hattet keine 2 Minuten Zeit, mal kurz über das Setting nachzudenken. Nee, weil da ja demnächst wieder eine Werbepause anstand. Ja, das ist alles super getimt. Weil man das ja nicht vorher überlegen kann, so. Wenn man vorher eine Show schreibt, so, dann liegt er da einfach. Wen interessiert's? Das ist alles so hingerotzt immer. Ja. Hingekackt und hingeschissen. So. Das war also Raw, die war ganz okay. Und aber gewöhnt euch nicht dran, denn wir wissen ja, in 2 Wochen kann es alles wieder ganz anders aussehen. Ja, und jetzt sind wir dann bei SmackDown Live. So, und da sind wir im AT-AT Center, wollte ich schon sagen. Ja, AT-AT wegen Star Wars, aber es ist natürlich nicht so, sondern es ist AT&T Center in San Antonio, Texas. Und die Show geht direkt los mit Shawn Michaels gegen Bobby Lashley. Nein, das war natürlich Spaß. Also, es gibt natürlich nochmal einen Rückblick auf Braun Strowman und Bobby Lashley und dann wird wieder gesagt, oh, meine Güte, ja, und irgendwie angeblich haben sie alle innere Verletzungen und alle eine Organe. Eine Milzruptur. Aha, eine Milzruptur. Schon mal gehört. Ja, bestimmt. So, ja, und alle sind tot und innere Organe sind rausgekommen und so und überhaupt. Ne? Und Ramblin' Rabbit ist bei einem noch in den After gekrochen. Und ja, das war ganz schlimm. Also, hat sein Juice ja dann ausge... Ja, gut, mach weiter. Genau, und Mercy the Buzzard hat noch alle ausgeweidet und alle sind tot. So, und dann kommt Kevin Owens rein und das fand ich ganz gut, der die Kevin Owens Show hier hat und Shane und Drew zu Gast hat und ja, Owens mal in einer faceigeren Rolle, die ich gut finde. Also wenn er so das Face spielt, dass er die Heels eben darauf festnagelt, was für eine Scheiße sie eigentlich ständig labern, dann ist er richtig stark. Dann wird er nämlich auch gefeiert vom Publikum, weil er ja einfach nur die Wahrheit sagt. Ja, ich fand's nur, ich war überrascht, weil letzte Woche war irgendwie noch als Heel unterwegs und Sami Zayn war jetzt auch nicht zu sehen und ich so, hä? Ja, klar, ich meine, der Turn von Owens war sowieso scheiße, ne? Das hätte man gar nicht machen sollen. Man hätte ihm endlich mal den Face Run lassen sollen. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn man das jetzt so macht, so mit ihm, dass er einfach, das bissige Face ist, ich glaube, dann geht da was mit ihm. Da kannst du einfach was draus machen. Na, und da hat er dann eben Shane auch so ein bisschen verarscht, so mit Best in the World und keine Ahnung und liest doch einfach die Karten ab und dann sagt er, ja, so, weil Shane dann sagte, was willst du hier machen, Kevin? Und ja, ich frage ja nur, so, ne? Und wenn du jetzt sagst, du hattest keine Angst vom Undertaker, dann erklär mir doch mal kurz diese Szene, bitte. Ich meine, ja, klar, ich weiß, ich bin da geschult, ich verstehe das natürlich, aber das ungeübte Auge würde fast denken, dass du die Hosen voll hast. Das war super, ne? Das war ziemlich gut. Also auch in dem Moment hätte Shane McMahon direkt in die Eier treten sollen und nicht was verpasst. Ja. Weil jeder McMahon das verdient hat. So. So. Ich meine, wie viele Jahre ist es her, dass jeder McMahon, auch wenn der bei Linda echt beschissen war, einen Stunner abbekommen hat? Ja, da zu lang. Zeit, da wird auch Zeit, dass jeder McMahon, außer Linda, weil die kann ihn eh nicht verkaufen, ein Headbutt bekommt. Ja. Da steht noch was aus. Linda McMahon Zombie Face. So, und dann in dem Moment kommen natürlich I'll show you, you'll see,
Achso, ja. So. Ja, und dann ja, kannst du halt jedes Intro nehmen, ne? Ist ja alle, wissen wir ja. So, also Drew McIntosh kommt raus und erzählt dann kurz was und dann beerdigt Owens ihn. Nein, nicht Drew McIntosh kommt raus, sondern Ich meine natürlich Dolph Ziggler. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, also Dolph Ziggler kommt raus und Kevin Owens beerdigt ihn. Ja, so von wegen, ich weiß und ja. Ja. It should have been you 8 years ago and it was for about a second and now get over it. Großartig. Geil. So will ich das. Das ist gut. Vor allen Dingen das Publikum hing da und bepisst sich. Und dann sind die Leute involviert, weil es echt ist. Und weil die Leute auch wissen so, ja, danke. So. Ciao. Und dann kommt irgendwie, ja, du weißt aber, dass ich der Champion sein sollte, bla bla bla. Und dann kommt wieder so eine Scheiße, dass Shane McMahon sagt, ja, ihr beide seid ein Tag-Team heute Abend gegen Heavy Machinery. Toll, ja, dachte ich mir. Yeah, you killed the intensity. Ja, du kannst ja, das ging ja nicht anders. Das meine ich jetzt übrigens ironisch. Du kannst ja keine Intensität da aufbauen, so kurz vor einem großen Pay-Per-View, Shane und Drew gegen Taker und Reigns. Da darf alles andere nicht wichtiger sein. Ja, oder den Spot nehmen, das Spotlight und sowas geht nicht. The best in the world. Ja, so. Schlecht. Zum Kotzen. Ne? Ich dachte mir so, ja. Und genau da war ich dann raus aus SmackDown. Also ich habe es natürlich alles weitergeguckt, aber da hatte ich dann schon wieder keinen Bock mehr. Ja, weil gerade in den Momenten so, dann sitzt man da und sagt, ja, endlich sagt es mal jemand und jetzt wirkt es echt und jetzt bin ich gerade drin in der Nummer. Und dann kommt wieder so eine aufgesetzte und dann zieht einer den Stecker einfach. Ja, genau, so wo du denkst, ja, there's life in WWE. Genau das so. Und dann kommt Taz raus und tötet Shane McMahon. Ja, genau. So, naja. So, dann ist das erste Match heute am heutigen Abend, nämlich Daniel Bryan gegen Big E. Das war ganz witzig eigentlich, so Big E, der dann ständig die Schulterblocks von Daniel nicht verkauft hat und dann gesagt hat, ja, komm mal nochmal. Ja, komm mal nochmal. Was bist du denn für eine Wurst? Mach nochmal. Das war ganz okay. Und dann musste man natürlich wieder hier Recycling Rowan, besonders stark darstellen. Und der hat dann irgendwie noch eingegriffen. Und dann gab es das Running Calvin Knee gegen Big E. Und das war's dann. Hat Daniel Bryan gewonnen und freute sich. Und dann sieht man Backstage R-Truth. Oder wolltest du noch was zu dem Match sagen? Nö, es war eigentlich ganz okay. Ja. Dann sieht man R-Truth Backstage, der dann sagt, Hornswoggle sei heute in San Antonio. Mit Hornswoggle meint er natürlich Drake Maverick. Drake who? So, und ja, keine Ahnung, da sagt er, ja, ich suche den heute mal. Toll. So, dann gab es wieder ein Moment of Bliss. Und vorher hat aber Alexa Bliss gesagt, Nikki, du moderierst heute mal den Moment of Bliss, denn Bailey ist ja heute dein Gast. Und er sagt, Nikki, nee, das kann ich doch gar nicht. Ich höre mich total komisch an, weil ich so ein Scottish-Accent habe. Und dann sagt sie halt, ja, tut mir ein bisschen leid. Ich rede immer voll komisch. Ich nenne mich selbst Nikki und nicht Nikki und so. Und trotz alledem begrüße ich jetzt Bailey. Ja. Und von dem Interview weiß ich irgendwie nichts mehr. Die beiden haben irgendwie gesabbelt und dann heißt es irgendwie, ja gut, dann treffen wir uns im Ring. Was hat sie da überhaupt gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, also Bailey hat sich halt gewundert, dass das Spotlight hier bekommt. Ja, das ist auch gar nicht so typisch für Alexa Bliss. Ja. Und ja, dass sie sich halt nicht auslotzen lassen soll von Alexa. Aber sagt halt, ja, nee, du spinnst. Ja. Lass mich doch nicht ausnutzen und ich leite heute hier die Moment of Bliss. Ja, und das fand ich ganz interessant. Nikki hat dann, ich krieg das echt nicht hin, hat dann Bailey gefragt, warum sie Alexa Bliss eine Lügnerin nennt. Ja, und Bailey meinte dann einfach mal, dass, weil Alexa einfach mal eine ist. Ja, das ist natürlich großartig. Ja, das ist Frauenlogik übrigens, liebe Leute. Ja, also wir haben ja noch ein paar junge Hörer, hauptsächlich männlich, die sich noch nicht so viel mit Frauen auskennen, wie wir zum Beispiel, wir beide hier. N30er, ja. Gut, ich bin noch Mitte, aber gefühlt bin ich schon 70. Und das ist Frauenlogik, liebe Leute. Also wenn du eine Frau fragst nach einem Grund für etwas und sie sagt, na weil, dann ist das so. Dann ist das der Grund. Ja,
Und Bailey meint dann noch, ja, du hast mich ja letzte Woche besiegt. Also warum kriegt dann Alexa hier? Also immer wieder dasselbe. Ja. Jetzt kommt Bailey auch an mit, warum kriegst du nicht den Titelkampf? Du hast mich doch besiegt und so. Und aber Nikki findet das halt nicht gut und fordert dann halt Bailey zum Match raus. Und das geht dann natürlich werbemäßig auch wieder nur 3 Minuten oder was? Ja, genau. Und dann verliert sie nach dem Bailey-to-Bailey-Suplex und das war natürlich total geil, weil man dann ja das Momentum von Nikki Cross wieder komplett gekillt hat. Und Bailey dann ja auch wieder sagen kann, ja, ich bin ja voll der Champ. Ja, und weil die WWE eben auch unbedingt will, dass Alexa auf jeden Fall gegen Bailey antritt und nicht Nikki, oder dass die Fans auch ein bisschen mehr langsam in diese Richtung gehen oder sich damit abfinden, dass es Alexa gegen Bailey geben wird, ja, lässt sie einfach hier Nikki verlieren, weil dann ist bei der Crowd auch ein bisschen das Feeling schon wieder weg. Ja, dass das Nikki unbedingt, und das ist WWE-Psychologie vom Feinsten, ist einfach nur eklig. Ja. Aber apropos eklig, ja. Nächste Sequenz ist ja Ali. Ja. Nein, das ist eine scheiß Überleitung, weil ich fand das, der ist gut. Also der kann ganz offensichtlich frei reden, finde ich. Ich meine, hier haben sie ihm sicherlich wieder irgendwelche Stichpunkte vorgegeben, ganz klar. Aber ich finde, der hat das mit, also ich fand ihn glaubwürdig in dem Clip, was er da so gequatscht hat. Völlig egal, was er gequatscht hat, das ist völlig Wurst. Aber er hat es mit Überzeugung rübergebracht. Ja. Das hat mir zugesagt, also. Und dass er auch, auch nochmal klar in die Richtung geht, WWE-Champ, weil da musste ich so dran denken, ne? Sein Pech da mit Elimination Chamber und so. Ja. Und jetzt. Deswegen wäre es ja auch sinnvoll gewesen, wenn er mit It Should Have Been Me rausgekommen wäre. Ja. Ne? Aber das, ja. Ja, das machen wir natürlich nicht. Nein, er hat ja seine Clips. Ja. Und für Dosi haben wir nichts, also geben wir das Dosi. He's got his Clips. And Dolph Ziggler will be back in Stand-Up-Comedy. Ja, du ganz ehrlich, ich habe gedacht, nachdem Ziggler letzte Woche Final dann nochmal verloren hat, ne, dachte ich, ist er jetzt wirklich weg und geht wieder auf Tour da mit seinem Programm, aber der scheint immer noch. Aber der ist ja nochmal für ein Tag-Team-Match da, das ist ja auch wichtig. Ja, ich weiß ja nicht, man könnte jetzt natürlich googeln, wann Zigglers Tour weitergeht, aber ich habe keinen Bock. Ja, dann mach das doch mal. Nee, ich habe keinen Bock. Weil mich das sowas von, ja, okay. Mein Gott. Ja, dann sehen wir nochmal Coffey im Ring mit Kayla Braxton und sagt dann irgendwie, ja, du bist ja jetzt hier irgendwie die ganze Zeit von Samoa Joe angegriffen worden und was willst du jetzt dazu sagen? Und in dem Moment kommt dann natürlich Möb, 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 Möb. Und dann kommt Möb Joe raus und sagt zu Braxton, geh jetzt mal bitte raus, sonst endest du als Kollateralschaden. Und dann sagt Kayla, nee. Und nimmt ihn einfach in den Kokina-Klatsch. Das war ja krass, wie Kayla Braxton da durchgedreht ist. So, naja, also auf jeden Fall, Kayla geht dann aus dem Ring und Joe sagt dann, ja, Coffey, du kannst ja allen erzählen hier, dass du der tolle Typ bist oder sowas, aber du nutzt die Fans doch auch nur aus und willst doch auch nur deinen Titel behalten und die Leute, die stehen doch nur so lange hinter dir, wie du das irgendwie willst. Du tust einfach nur so, als wenn du der liebe Nette bist, aber in Wirklichkeit bist du das doch gar nicht. Und dann sagt Coffey, ja, nee, du, bei mir ist das nicht so. Ne? Der Punkt ist halt der, ich stehe da wirklich hinter und das habe ich auch jahrelang getan und nur weil du damit nicht klarkommst, deswegen bist du halt hier irgendwie Jealous Joe und dann sagt irgendwie Joe, ja, du hast ja deine Vorzeigefamilie da gehabt, deine All-American-Familie und bla 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 und in dem Moment, ne, habe ich wieder gedacht, weißt du, wie viel geiler das Segment gewesen wäre, wenn ein Kofi gesagt hätte, ja Joe, weil er sagt ja schon so, ja, du bist doch nur eifersüchtig, weil du deinen Kindern nichts erzählen kannst. Und in dem Moment hätte Kofi so geil noch anhängen können, sofern du überhaupt Kinder hast. Und ich spreche jetzt nicht über AJ Styles Kinder. Ja? Einfach mal, um wieder so einen Oh-Moment zu haben und ihm einfach nochmal schön in die Eier zu treten. Weil genau darum geht's. Dann würde man das mal ein bisschen verknüpfen und man würde die Dinger mal so einfach ein bisschen bissiger machen. Ja? Irgendwie sowas. Das letzte Mal, als du Kinder gesehen hast, war es auf der Veranda von AJ. Also halt die Fresse, Junge. Ja. So. Naja, laut den Verantwortlichen Backstage hat wahrscheinlich, glaube ich, der typische WWE-Zuschauer ein Gedächtnis wie... Ja, genau. WWE-Zuschauer sind ja alles Idioten. Denen müssen wir auch alles erklären mit Moments Ago, ich weiß. Ja, und deswegen kannst du das hier nicht bringen. You can't do it.
Aber ich kann mit dem scheiß Hell in a Cell von Shane McMahon gegen Undertaker von vor 2 Jahren nochmal kommen. Ja, das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder, weil er der Beste in the World ist. Ja. My son. Leck mich am Arsch. So, also auf jeden Fall, dann kommt irgendwie nur der Mittelfinger von Kofi, nachdem Joe gesagt hat. Ja, aber ganz schlecht eingefangen, oder? Ja, natürlich auch bewusst eingefangen. Ja, Hilfe, den Mittelfinger. Ja, und Kevin Dunn ist ja verantwortlich für die. Ja, Kevin Dunn, know your fucking audience, Idiot. So, meine Güte, Hasenzahn. So, ganz ehrlich, ich dachte erst, das ist mit Absicht, so PG-mäßig, dass man den Finger nicht sieht. Ja, aber als die Kamera dann zum Finger ging, wusste ich, das war einfach nur schlecht gemacht. Ja, es war nur schlecht gemacht, genau das ist es. So einfach nur shitty. So, und dann zeigt Kofi ihm halt den Mittelfinger und man denkt dann so, oh mein Gott, da werden auch schon einige wieder gesagt, oh, das ist aber nicht PG. Oh ja, meine Güte. So. 8-jährige Kinder zeigen sich heutzutage den Mittelfinger, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Ja, leider, ja. So, das Parents Television Council einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit, Mann. Das ist so scheißegal, es ist nur eine Geste. Leck mich doch mal. Naja, dann will Joe natürlich noch was machen und dann kriegt er den Trouble in Paradise in die fiese Hühnerschnauze und das war's. Ja, und für alle, die sehen wollen, wie Kofi anfängt, den Finger auszustrecken, gibt es natürlich auf bei WWE auf dem YouTube-Channel das Video in der richtigen Position. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Nee, aber ich fand das Segment richtig gut mit den beiden. Also Joe finde ich am Mikro sowieso gut, aber ich habe das Gefühl, also entweder ist es nur ein Gefühl, weil Kofi dahingehend nur ein Gefühl, weil Kofi vielleicht in Wahrheit schon immer so gut war, oder es ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern Tatsache, dass er immer besser wird. Am Mikro, also, ja, am Mikro. Ja, klar, weil sie ihm viel mehr Freiheiten lassen. Also ist er wahrscheinlich schon immer so gut gewesen und jetzt nur durch die Freiheiten. Ja, also ich kann einfach sagen, seitdem er bei Up, Up, Down, Down ist, war er eigentlich immer sehr, sehr gut, was seine Promos anging. So, er macht ja auch immer jetzt seine Promos. Er hat jetzt ja gerade den Titel verloren, ich glaube gegen Jey Uso, ne? den Up, Up, Down, Down Titel. Ja, wollte ich sagen. Ja. Aber da hat er ja auch immer Promos gehalten, immer mal wieder. Und da waren einige, die waren richtig stark. Und da haben schon diverse Leute unter YouTube auch geschrieben, so, Alter, er könnte so ein geiler Heel-Champion sein. Er könnte so und er könnte das und das, er könnte das und das. Und wenn du den Leuten einfach mal ein bisschen mehr Freiheit lässt, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie 11 fucking Jahre in der Company sind, da kann man denen doch auch mal ein bisschen zutrauen, dass sie ihren Kram auch ein Stück weit selber machen können. Ja. Meine Güte nochmal, wovor haben sie denn Angst, dass er Fuck sagt? Ja, und selbst wenn er das sagen würde, die haben eine 10-sekündige Sperre drin, dann macht Kevin dann den roten Buzzer, macht er das drüber und dann blendet sie das aus. Haben sie bei Kevin Owens am Ende der Show doch auch gemacht, wo er ausgerastet ist. Ja. Wo ist denn euer fucking Problem? Oh, meine Güte. So, dann sind Heavy Machinery nochmal Backstage, wo Tucker Knight noch eine ganz gute Promo hält und Otis dann nur so, Otis Dozovic natürlich nur so der Stichwortgeber dazu ist oder der Comedy-Guy. Tucker macht sich mittlerweile. Muss man wirklich mal sagen. Also der wird immer besser, der Junge, der wird immer sicherer, wird auch im Ring immer sicherer. Wird mittlerweile ein gutes Asset für Heavy Machinery. Ja, justier mal ein bisschen dein Mikro, dass du wieder ein bisschen klarer klingst. Jetzt besser? Ja. Ja, also ich sag, Tucker wird immer besser, am Mikrofon, auch im Ring, also wird immer ein besseres Asset, wird auch immer unverzichtbarer für Heavy Machinery, weil ich weiß nicht, ob Otis alleine als der Comedy Act die gesamte Zeit funktionieren würde. Nee, definitiv nicht. Du brauchst sozusagen ein Normalo daneben, sonst wirkt das auf Dauer nicht. Also. Ja. Ja, nee, die ergänzen sich gut und... Ja, ich finde die sympathisch. They are the new Bushwhackers. Ja, so ein bisschen, ja. So dumm wieder. He's my new One-Man-Gang. They are my new Bushwhackers. Meine Güte, Junge, wach mal auf. Naja, aber zumindest füllen die beiden, auch wenn es schon so verstaubtes Denken ist, füllen die das noch ganz gut aus. Von daher leiden sie zumindest nicht unter diesem verstaubten Denken von Vince. Ja. Immerhin. Ja, und die hypen halt noch das anstehende Match und dann kommt das, was du vorhin erwähnt hast, halt. Das mit Lashley, das Video. So, ja. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich dich um. Ja, dann bringe ich dich in die Leichenhalle, Junge. Uiuiuiui. Da harte Worte hier, ne? Ab gute Kirche. Ja, wo du gerade Lashley. Neues zu Leo Rush gibt es auch nicht, außer dass die WWE irgendwie alle bei WWE ihn ignorieren. Den gibt's nicht.
Es hieß auch, dass er zwischendurch bei NXT einen Neuanfang bekommen soll, aber bisher ist das noch nicht passiert. Aber er ist noch unter Vertrag, oder was? Ja, das auf jeden Fall. Ja, die lassen sich doch nicht einfach gehen, das geht doch nicht. Nee. Wir sind in heißen Zeiten im Moment, das geht doch nicht. Ja, genau. Ne? Da wäre natürlich ein Leo Rush ein Garant dafür, ein absoluter Main Event Star zu sein mit seinen 1,50 Meter. So, dann kommen wir zu. Ja, Apollo Crews, hier nochmal das, was ich vorhin erwähnt habe mit Abby. Mit seinem ganz beschissenen, neu geschnittenen Bart. Ja, finde ich auch, ja. An irgendwas hat mich das erinnert. Ich muss mir das nochmal angucken, vielleicht komme ich drauf. Ja, unten hat er den dicken Rauschebart, aber oben hat er den seieren Pornobalken, weißt du? Also meine Güte, Junge. Hm. Ach, naja, wie auch immer. Ja, er tritt an gegen Andrade Cien Almas. Der irgendwie auch nur von irgendwelchen Selfie-Videos mit Selena lebt, irgendwie. Ja. So. Selena Vega kann übrigens alles tragen, habe ich mittlerweile das Gefühl. Also die kann in dem nuttigsten, fertigsten Outfit rauskommen, aber an ihr sieht es gut aus. Das hat sie auch ganz gut hinbekommen. Ja, das Match war ganz in Ordnung. Ein bisschen abgespult, so die einzelnen Sachen. Am Schluss gibt es dann ein Hurricanrana von Selena gegen Apollo, als der Referee nicht hinguckt. Und dann kommt Apollo wieder in den Ring und dann gibt es den Hammerlock DDT und damit gewinnt Andrade Cien Almas. Das war zu erwarten. Also die Szene von vor 2 Wochen oder wie lange das her ist, 3, mit Chad Gable, der sich irgendwas über Apollo notiert, unbedeutend wieder nirgendwo verschwunden. Ja, hatten sie letzte Woche, glaube ich, aber auch nochmal. Echt? Ja, da war er auch nochmal kurz zu sehen, aber so what, ne? Mhm. Ist jetzt auch keine großartige Storyline, also weiß nicht, ob sie daraus jetzt was machen oder ob er weiterhin bei 205 Live bleibt. Sag mal hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber du bist doch immer so fix. Hier der Schwarze von Brooklyn Nine-Nine, oder wie die Comedy-Serie heißt? Terry Crews. Ja. An den erinnert mich Apollo Crews mit seinem Bart ein bisschen irgendwie. Ah, okay. Ja. Ah, ja, mein Gott. Terry Crews ist ja auch lustig. Aber ja. Apollo ist irgendwie... Ja. Apollo mag es nicht, wenn man seinen Joghurt isst. So, naja. Ja, sehr gut. Ja. Dann sehen wir nochmal Kevin Owens und Dolph Ziggler backstage, die dann irgendwie sich gegenseitig dann nochmal wegen Hotdog-Contest und sowas an den Kopf werfen. Ne? Sagte Kevin Owens ja im Regen vorher noch, ja, bei einem Hotdog-Contest würde ich ja wenigstens gewinnen. Ja. Ja, du genannt, aber für mich, ich weiß nicht, ob das... Nur ein Scherz wäre, Dolph! Also ich weiß nicht, ob es für die so war, so gedacht war oder ob die denen das auch so im Kopf umging, aber mir ging so im Kopf rum, dass ja die vermeintliche Return von Kevin Owens, ne, mit seinen Clips da, mit seinen Privatvideos, wo er da sich Pizza holt und so. Ja. Daran habe ich mich erinnert gefühlt und ob das da eine Anspielung drauf war, wer weiß, ne? Aber wir werden es wahrscheinlich. Ja, da erinnert sich doch keiner mehr. Ah, natürlich nicht. Ja, eben. So, ja, jetzt wieder ein Alistair Black-Video. Diesmal habe ich es mir angeguckt. Warte mal ganz kurz. Erstmal hatten ja Dolph und Kevin sich dann noch ein bisschen bepöbelt und dann hat Kevin irgendwann gesagt, so, jetzt hör zu, vielleicht schaffen wir das ja auch. Was das Schlimmste, was passieren kann. So, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie verliert. Und dann hat er gesagt, wir können das jetzt ja einfach mal versuchen und vielleicht kommen wir ja in den Tag-Team-Teil. Es gibt schlimmere Optionen als Tag-Team-Titel. Und dann hat Dolph eingeschlagen, hat gesagt, ja, okay, Hotdog. Und dann kam Kevin Owens nochmal zurück, ernsthaft? Dann so, ja, okay, nach dem Match. So. Und jetzt kannst du auf Aleister eingehen. Ja, weil ich vor ein paar Tagen gelesen habe, dass der sich mit Aleister hingesetzt hat, um die daran zu arbeiten, an dem, was er sagt, an den Promos, was auch immer, war Paul Heyman. Ja. Da dachte ich mir, na gut, dann guckst du mal. Also hat Paul Heyman zu ihm gesagt, sag mal, for weeks! Naja, und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir das mal an und hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja, und dass er halt bei Extreme Rules ein Match haben wird, das hatte ich auch schon vorher gelesen, dass das sein soll. Es war ja zu lesen, dass es Cesaro sein soll, auch wenn das jetzt irgendwie gerade nicht passt, finde ich. Wird es wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht wird es, das wäre, glaube ich, zu Randy. Ja, oh Gott, ja, wo ist der eigentlich? Ja, eben. Wahrscheinlich auch auf Comedy-Tour, kackt in irgendwelche Taschen von irgendwelchen Leuten. Ja. Und findet das lustig. Nein, aber ich dachte gerade an Bray Wyatt, aber du hast beide irgendwie separat aufgebaut, irgendwie durch irgendwelche Clips, den einen besser als den anderen, aber trotzdem, das würde nichts, das wäre blöd. Passiert nicht. Nee. Gar keinen Fall. Weil Alistair darf jetzt erstmal nicht verlieren und Randy auch nicht, also das wird nichts, vergiss es. Bray. Ja, meine ich ja Bray. Ja, Randy darf gerne verlieren, ne? Ja. Nee, aber nee. Mal gucken, wer es wird, das ist ja auch eigentlich Wurst.
Vielleicht ja, letzte Woche hat jemand geklopft und den war aber nicht da. Und dann sagt er, ja, und weil du nicht da warst, sind wir jetzt nicht nur auf dem physischen, sondern auch auf der psychischen Ebene. Ja, geil, weil jemand einen Klingelstreich bei dir gemacht hat. Das ist natürlich psychisch mein Spielchen. Mein Vielleicht Gott, hat sich auch nur jemand an der Tür vertan. Du ja, Mensch. Genau. Ja. Hat einfach nur geklopft, weil er nicht wusste, was steht denn hier? WC? Hm. Da fehlt ist da jemand Bild? Drauf? Nein. Vielleicht stand ja auch AB an der Tür und er hat gesagt, Anrufbeantworter oder sowas, was weiß ich, keine Ahnung. Ist also auch egal, auf jeden Fall Alistair Black kriegt jetzt halt einen Mystery-Gegner bei Extreme Rules, uiuiui. So, und wenn es Cesaro ist, dann wissen wir ja, wer gewinnt. Von daher unerheblich. Genauso unerheblich wie das nächste Match, viertes Match, nämlich Ember Moon gegen Mandy Rose. Ember Moon gewinnt in einem sehr durchwachsenen, schlechten 3-Minuten-Match mit der Eclipse gegen Mandy Rose. Von der Storyline, die wir vorher hatten, kein Stück mehr zu sehen. Außer, dass Ember jetzt ihr, keine Ahnung was bekommt, Revenge oder sonst irgendwas. Even Steven Booking, langweilig. Für keinen der Charaktere hat das irgendwas gebracht. Weder Ember noch Mandy noch Sonya haben dadurch mehr Profil bekommen. Totaler Scheiß. Dann sehen wir Backstage Shelton Benjamin. Apropos totaler Scheiß, ja. Ja, der, was hatten sie ihn eigentlich gefragt? Naja, nach dem WWE Championship Match bei Extreme Rules. Profi gegen Ach, Joe. Ja, dann steht Benjamin da. Ich bin der nächste Herausforderer. Black Power, baby. Schwarz gegen Schwarz. It's 'cause I'm black. Ja, und wir spielen jetzt Othello. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, vor der Kamera zu stehen. Vor allen Dingen, das war auch das Beste tatsächlich. Ich saß ja mit Melina heute da und hatte dann SmackDown geguckt. Und Melina guckt und sieht ihn und sagt, wer ist das denn? Oh, oh ja, und dann habe ich auch nur gedacht, ja, danke. Genau. Und ich gesagt, ja, genau der ist es. Sie hatte keine Ahnung. Sie wusste nicht, wer es ist. Ja, das sagt doch schon alles, oder? Ja, dann kommen wir zum fünften Match. Ich glaube, das ist schon ein Main Event. Ja, der Main Event. Und zwar Heavy Machinery gegen Kevin Owens und Dolph Ziggler. Und ja, okayes Match. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, war da eigentlich auch ein Break drin in dem Match? Ich kann mich nicht erinnern. Tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, die hatten dann irgendwie, ich glaube, ein Break war drin, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall kann natürlich auch wieder so ein Werbebreak. Also ich erinnere mich, dass das war ja so, dass Danny Bryan und Rowan da am Kommentatorenpult saßen, während Big E und Xavier an ihrem eigenen saßen, mit den ganzen Pancakes und so ganz Scheiß. Und da ist dann irgendwie ein Brawl ausgebrochen irgendwann zwischen den Vieren. Genau, und dann wurde das Match neu gestartet. Ja, genau, und das genau. Ist dann spricht er dann für einen Break, ja. Ja, genau, das war's, genau. Das war nämlich auch wieder so beschissen, genau, das war's. Also wieder so kacke und man merkt es einfach als Zuschauer, das ist halt hammerdumm und sie müssen es einfach lassen. Es ist einfach nur anstrengend und nervig und dumm und lächerlich. Ja, und dann kommt das, was man natürlich schon vorausgesehen hat, ne, was kommen musste. Irgendeiner verpatzt was und in diesem Fall ist es halt Ziggler, der Owens den Superkick verpasst und dann kriegt der Owens den Trash-Compactor, Entschuldigung, nur den Compactor ab, ist ja hier nicht Duke of the Dumpster Rosie und wird dann gepinnt und ja, danach, nach dem Match, tickt dann Owens nochmal aus und dann kriegt Ziggler noch einen Stunner. Und dann schreit Owen, das ist my fucking show. Das wurde dann kurz ausgeblendet. Und dann tritt er noch ein paar Mal ein Seil und das Publikum findet es toll. Und damit geht die Show off air. Ja, und ich habe nochmal nachgeguckt. Also, ja. Ob man das eine Tour nennen kann, möchte ich dahingestellt haben. Es steht jetzt ein Termin an, ein kommender. Ja. Für den 15. August in Boston. Ja. Also, für wofür jetzt? Für was? Für Dosis Comedy-Tour. Achso. Hab ich vorhin nachgeguckt, ja. Ach ja, okay. 15. August. Also kann er nach Extreme Rules noch 2-3 Wochen mitmachen? Ja. Theoretisch, ja. Mal gucken, wann der SummerSlam ist. Ja. Der ist dann, glaube ich, eine Woche, obwohl, da könnte er auch noch mal, ich meine, der ist dann, glaube ich, eine Woche nach der... Am 12. Ach, der ist schon am 12. August, okay. Das heißt, da kann er auch noch, also er kann eigentlich noch bis zum SummerSlam und, ach oh Gott. Ja. Juhu. Mhm. Ja, also insgesamt Raw und SmackDown eigentlich ganz okaye Ausgaben, muss man sagen.
ein paar Stories wurden weitergeführt, ein paar Charaktere haben sich in eine andere Richtung entwickelt, die ich auch stark fand. Es gab Momente, wo ich echt gedacht habe, jo, aber die wurden dann auch relativ schnell wieder abgekühlt, wie zum Beispiel eben das mit Braun und Lashley, wo man dann einfach so lange hinten rumwieselt, dass es dann irgendwann schon wieder nervt. Also da haben wir irgendwann ein bisschen vorgespult, weil mich das einfach dann nur noch ankotzt, wenn dann irgendwie 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten die EMTs da rumlaufen. Das nervt dann irgendwann nur noch. Genauso eben wie auch zum Beispiel, dass wenn Kevin Owens dann mal einen geilen Spot bekommt, so ein Scheiß dann sofort wieder gedämpft wird mit so einem dämlichen Tag-Team-Match und dummen Gelaber von Shane McMahon. Das ist halt auch kacke, wo dann auch die Leute so denken, hey, what? So, das sind halt die Sachen, die es dann wieder killen. So. Und das nervt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie in Zukunft jetzt ein bisschen darauf gucken, dass sowas dann nicht vorkommt. Dass man Stories baut und die dann auch weiterspinnt, wie zum Beispiel mit AJ Styles und den Ender Bros oder auch das mit Marie und so, das Segment, die fand ich alle ganz gut, das kann man ruhig machen, auch Joe gegen Kofi war ganz gut, also da sind schon so ein paar Sachen dabei gewesen, die man definitiv machen kann und die man auch weitermachen sollte, das ist schon in Ordnung. Ja, Raw hat ein paar Zuschauer gewonnen, SmackDown hat ein paar Zuschauer verloren, also 1,71 Ratingpunkte hatte Raw, ist jetzt natürlich auch nicht the yellow of the egg, aber vielleicht geht es ja tatsächlich mal aufwärts, aber wie gesagt, gewöhnt euch erstens nicht dran und zweitens, wir sind noch Meilen von PG-13 oder wie auch immer da entfernt, also da sind wir einfach nicht, dass man jetzt von einer Trendwende sprechen könnte. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal Leute angesprochen bei gewissen Shows, weil dann immer mal ein, zwei Szenen dabei waren, die so, ohaha, ne, das ist aber delikat jetzt und dann ging es doch wieder in der nächsten Woche genauso weiter wie vorher. Also erstmal abwarten und auch Extreme Rules abwarten, um mal zu gucken, wie es dann so weitergeht. Ja, ansonsten habe ich versucht noch rauszufinden, wo eigentlich Roman Reigns und vor allem Sami Zayn waren, die waren ja nicht mehr, aber da gab es irgendwie nichts Neues. Was ich noch gelesen habe, war, dass Heyman sehr viel von Ricochet hält und wenn man halt bedenkt, dass er demnächst dann kreativen Einfluss bei Raw haben soll. Wer soll kreativen Einfluss haben? Na, Heyman. Ach so, okay. Ja, das kann mir also davon ausgehen, dass Ricochet noch eine große Rolle oder häufig zu sehen sein wird. Wobei das meiner Meinung nach sowieso stattfinden muss, jetzt nachdem The Club sich da über ihn informiert hat, sozusagen. Ja. Was mit Strowman fand ich ganz interessant, das habe ich schon vor einer Woche gelesen, dass Strowman schon eine Weile mit Schulterproblemen antritt. Mhm. Vielleicht kann man jetzt die Auszeit des Extreme Rules nutzen, dass er sich da ein bisschen erholt. Und was ich auch noch interessant fand, war die News, dass WWE ein Special anbietet, was Extreme Rules Ticket, den Ticketverkauf anbelangt. Und zwar, dass du halt ein Ticket kaufst und eins dafür gratis bekommst. Mhm. Sie kriegen die Halle einfach mal wieder nicht voll, aber gut, das ist nichts Neues. Ja, das kommt vielleicht alles noch. Ja, ansonsten habe ich die man ja auch wiederum nicht gesehen hat, die ganze Woche über, waren die aktuellen Raw Tag Team Champions, Revival. Das war ganz interessant bei einem, ich weiß nicht, ob jemand die Show kennt, Fightful Select Q&A Show von Sean Ross Sapp, wer auch immer das ist, hat halt klar gemacht, dass Revival die Verträge zwar vorliegen hat, aber noch nicht unterschrieben hat. Also, mal gucken, wo das noch hinführt. Ja. Und ja, Revival hatten ja auch mal wieder gar keinen Spot. Nee, deswegen, ja. Sagt ja auch wieder einiges über die Tag Team Titel aus, ne? Mhm. Ja, also ich wundere mich nicht, dass Daniel Bryan und Eric Rowan im Fokus stehen, weil Daniel Bryan ist nun mal irgendwo ein interessanter Charakter. Aber dafür haben sie trotzdem die falschen Gürtel. Das wirkt irgendwie komisch, wenn dann die blauen Gürtel irgendwie aber. Das ist der WWE ja sowieso egal. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau, wen man auch nicht gesehen hat. Gut, die spielen jetzt nicht gerade so eine große Rolle, aber die sind halt irgendwie auch over und hat man trotzdem auch diese Woche nicht gesehen, waren die Usos. Ja. Ja. Das nur mal zusammengefasst jetzt, ja. Nee, aber ansonsten kann ich dir zustimmen. Also Raw und SmackDown waren soweit okay. Ich fand, war ein Stück weit, ja, was heißt besser, aber
Ich finde, also du hast zwar recht, wenn du sagst, dass bei SmackDown die Stories kontinuierlich weitergeführt werden, aber ich habe immer das Gefühl, bei SmackDown, wenn sie weitergeführt werden, die Stories, was ja so ist, dann immer irgendwie, das habe ich das Gefühl, ein bisschen gedämpft. Ja. Ja, also, dass bloß nicht zu viel passiert, das wird dann immer für Raw aufgehoben. Also wenn irgendwas Großes bei irgendeiner Story passiert oder eine große Weiterentwicklung oder was Besonderes, dann ist es immer bei Raw. Wird es immer für Raw aufgehoben. Und ich finde, also mein Gefühl ist, zeitlich gesehen, je näher die WWE an den Fox-Deal rückt im Oktober mit SmackDown, desto weniger, also ich habe das Gefühl, es hat bei SmackDown abgenommen. Also vor 2 Monaten oder 3 vielleicht wirkte das bei SmackDown alles noch impulsiver oder intensiver. Und dieses gedämpfte Gefühl, was ich habe, das hat erst jetzt so in den letzten Wochen begonnen. Und ja, man rückt halt immer näher an Oktober ran. Das kann für mich kein Zufall sein. Aber was ich auch gelesen habe, war, dass Fox sich auf jeden Fall für die erste SmackDown da, am 4. Oktober ist die ja, auch ein paar Celebrities einladen will. Backstage-Rumhuren oder einfach nur in der Front Row für 2 Minuten sitzen, sei dahingestellt. Aber wen interessiert das? Ja, Fox will auf jeden Fall damit zeigen, dass das halt, dass die WWE halt das Nonplusultra, was Live-Wrestling ist. Ja, sie sind die erste Liga und alle anderen die zweite Liga. Ja, klar. Und mal gucken, wen sie da dann als Stars in Anführungsstrichen holen. Vielleicht irgendwelche Influencer. Von YouTube. Wen interessiert das? Vollkommen irrelevant. Wenn man das nicht ordentlich verpackt oder sonst irgendwie was, ja klar, dann sitzen da ein paar Leute und dann schalten vielleicht einige ein und gucken einfach mal, wie da irgendwie was geht. Aber seien wir ehrlich, Guest-Hosts bei Raw und so haben auch nichts an den Ratings getan. Ganz im Gegenteil. Ja, auf jeden Fall ist SmackDown dann ab sofort dann, also ab Oktober dann auch wieder freitags. Das finde ich ganz gut, weil das ist zwar dann immer ein bisschen schlecht, was unser Taping betrifft, ne? Dass man ja, gut, ich meine, dann muss man halt immer, wie auch immer, muss man halt irgendwann tapen, so dass man halt SmackDown und Raw halt immer das SmackDown von der vergangenen Woche halt dann irgendwie. Naja, zumal auch für unsere Tippspiele, die wir immer versuchen, einige Tage vor dem Pay-Per-View rauszuhauen. Ja. Dann müssen wir immer tippen, ohne SmackDown gesehen zu haben, ne? Aber ja. Das haben wir früher auch geschafft, also. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht so das größte Übel. Ja. Na, meistens ändert sich jetzt bei den Go-Home-Shows von SmackDown auch nicht so viel. Nee, eben, das wollte ich auch sagen. Also gerade wenn die, vor allen Dingen, wenn die kurz vorher wirklich zwei Tage vor dem Pay-Per-View sind, dann erst recht nicht. Das fand ich noch auffälliger. Wenn SmackDown freitags war, ist da noch weniger passiert als die SmackDown an einem Dienstag vor dem Pay-Per-View. Ja. Weil man gar keine Zeit ja dann mehr hat, das irgendwie zum Beispiel in den sozialen Medien oder so zu verkaufen, was noch bei SmackDown passiert ist. Und dann lässt man es, wenn es Freitag ist, lässt man es dann lieber, weißt du? Ja. Ja, ja, damit hätten wir es, ja. Ich glaube auch. So, dann ist es das für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche zur Moon Talk 549, glaube ich, wo wir dann unser Tippspiel zu Extreme Rules abgeben. Wir freuen uns alle schon, weil es ja so wenig Pay-Per-Views in der letzten Zeit gegeben hat. Ja, und dann, apropos Pay-Per-Views, apropos irgendwie mein Lieblingswort in dieser Form, das nicht. TNA wollte ich schon wieder sagen. Impact mit einem Pay-Per-View soll in der 549 auch besprochen werden. Mal gucken. Slammiversary, ne? Slammiversary, genau. Ja, ja, dann schauen wir mal. Noch ein bisschen Fighter-Fest hinten dran und dann haben wir es. Genau. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis dann erstmal. Ja. Also ich bin froh, dass es nach Extreme Rules dann als nächstes erstmal wieder erst den SummerSlam gibt, dass da jetzt nicht noch irgendein Scheiß zwischengesetzt wird, weil langsam nervt es ein bisschen und das ist einfach auch zu kurz getaktet. Das merkt man halt einfach, dass es einfach einen Überfluss gibt. More is more. So, das nervt halt. Ja, ansonsten an euch natürlich, wie immer, abonniert uns, macht die Glocke an, damit ihr auch weiterhin die ganze Form des Weeks und Watch With Us und Moon Talk und Meta-Ausgaben und überhaupt sehen könnt. Das ist halt wichtig für euch, dass ihr natürlich auch ständig mit Material versorgt seid, weil ihr habt ja alle nichts anderes zu tun und denkt euch dann jedes Mal beim Autofahren und beim Putzen und beim Sport machen und so, ja, jetzt könnte man richtig gut mal wieder was von der Crew hören. Und das sind wir natürlich. Wir sind ja
eure Crew, ne, damit ihr alle was hören könnt. Und deswegen klickt dann immer da drauf, damit wir euch weiterhin versorgen können. In diesem Sinne sehen wir uns dann nächste Woche. Tschüss, bis dann. The preceding announcement has been paid for by the Million Dollar Corporation.